I'm sweating. Your Majesties, Your Royal Highnesses, Excellences, Ladies and Gentlemen, and the Polar Music Prize jury. Well, you did it. You blew my cover. Meine Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zu diesem Abend und zu diesem Vortrag. Und ich möchte euch eingangs sagen, dass ich glaube, dass Gott ein weiteres Puzzleteil wirklich offenbar gemacht hat bezüglich des großen Kampfes zwischen Licht und Finsternis, zwischen Christus und Satan, wie er in der Bibel beschrieben wird. Und Musik wird heute Abend unser Thema sein. Musik ist eine sehr mächtige Sache, die sehr schnell Einfluss nehmen kann. Man schaltet das Radio ein, hört sich etwas auf den Kopfhörern an und innerhalb von Bruchteilen von Sekunde nimmt es Einfluss wirklich auf die Stimmung eines Menschen, auf Verhalten, teilweise auf Entscheidungen, die man trifft, auf Gefühle, die letztendlich unseren Charakter ausmachen. Und es gibt einige Präsentationen bereits auf meinem Kanal, wo ich über Musik spreche, auch über den Einfluss von Musik auf den Charakter. Ich selber komme ja, einige von euch wissen das, aus dem Hintergrund der Musik, bevor ich zu Christus gefunden habe. Und ich möchte euch später auch noch ein bisschen mehr darüber erzählen, was da jetzt nicht in meiner Bekehrungsgeschichte geschehen ist, aber warum ich vielleicht es auch nicht geschafft habe, dort bei diesen Top-Leuten zu sein, wo ich mich damals gesehnt habe, dort anzukommen, wie diese ganzen Stars heute dort sind. Und es gibt sehr, sehr viele Menschen, gerade junge Menschen, auch in meiner eigenen Gemeinde, die glauben, dass Musik letztendlich keinen Einfluss auf sie hat. Dass es egal ist, was man dort hört und dass es nicht wirklich formt und den Charakter bildet, Einfluss nimmt wirklich auf Gedanken und Gefühle. Und wenn es dir so geht, wenn du einer dieser Menschen bist oder selbst wenn du jemand bist, der vielleicht nicht an Gott glaubt und trotzdem diesen Vortrag schaust, ich möchte dich einladen, dabei zu bleiben heute Abend. Ich werde jetzt noch ein kurzes Gebet sprechen und dann werden wir in dieses Thema hineinsteigen. Und ich kann es versprechen, es wird ein sehr, sehr spannendes Thema sein. Unser Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen danken, dass du uns versprochen hast, uns in alle Wahrheit zu führen. Wir möchten dich bitten, dass du auch an diesem Abend bei uns sein mögest, dass du diesen Vortrag, diese Präsentation segnest, dass bei all dem, was wir uns anschauen, dass wir wissen, Herr, dass es Dinge sind, die das Böse offenbart, aber dass es Momente gibt, wo auch dies nötig ist, damit wir wirklich verstehen, dass es dort wirklich einen großen Kampf gibt, wo jeder Einzelne von uns involviert ist. Ich möchte dich bitten, dass du jeden Zuhörer und Zuschauer nun segnest und wir danken dir, Herr, dass du versprochen hast, mitten unter uns zu sein. Hab du Lobpreis und Dank dafür in Jesu Namen. Amen. Die meisten Popsongs in den letzten 20 bis 30 Jahren, die Number One Hits sozusagen in den letzten 20 bis 30 Jahren, fast ausnahmslos alle von ihnen, sind geschrieben worden von einer einzelnen Person. Es ist eine einzelne Person gewesen, die die Texte geschrieben hat und gleichzeitig die Musik dazu geschrieben hat, das zusammengebracht hat und hat es dann für viele, viele heute sehr berühmte Künstler, die damals noch teilweise gerade ihre Karriere erst starten, zur Verfügung gestellt. Und dann gibt es Menschen, die gute Stimmen haben und die diese Person dann aufsuchen und ihn fragen, kannst du ein Lied für mich schreiben? Und wenn er das dann tut, dann sagt er diesen Künstlern, dass sie auf diese Art spezifisch zu singen haben. Wir werden das heute Abend noch sehen. Und obwohl diese Person, über die ich spreche, nicht wirklich sehr bekannt ist, sondern sich sehr im Hintergrund hält, hat sie dennoch die Hauptzahl der Nummer 1 Hits in den letzten 20 bis 30 Jahren geschrieben. Und es ist so, dass die meisten Künstler gar nicht ihre eigenen Musikstücke schreiben. Es gibt Künstler, die tun das, Musiker, aber viele tun das nicht. Was ich ehrlich sagen muss, für mich das Ganze, diese ganze Show noch showhafter macht, also letztendlich noch unglaubwürdiger eigentlich macht, was man da präsentiert bekommt. Denn es gibt auf der einen Seite gibt es Künstler und es gibt auf der anderen Seite Entertainer. Es gibt Leute, die das schreiben und auf der anderen Seite gibt es Leute, die das Material einfach nur nehmen und das Ganze dann präsentieren.
Und wenn du halt berühmt werden möchtest, dann musst du halt einen bestimmten Sound haben, auf eine bestimmte Art und Weise die ganzen Dinge wirklich präsentieren. Nun, es gibt auf der einen Seite, gibt es Leute wie zum Beispiel P. Diddy oder auch Lady Gaga, die sehr bekannt sind, die aber später erst Sänger wurden, die zu Beginn für andere Leute Lieder geschrieben haben. Und dann gibt es auch Leute wie zum Beispiel Beyoncé, die sagt, dass sie eigentlich ihre eigenen Performances nicht selber in ihrer eigenen Kraft zustande bringt, sondern dass andere Mächte dort am Wirken sind. So, like when you're getting ready to go on stage and perform, does Sasha Fierce, when does she show up? Usually when I hear the crowd, when I put on my stilettos, when like the moment right before when you're nervous and that other thing kind of takes over for you. Uh-huh. Then Sasha Fierce appears and my posture and the way I speak and everything is different. I'm really kind of shy and not really shy, but more reserved and nothing like Sasha. But I guess I wouldn't be very entertaining on the stage. So Sasha comes out and she's fearless. You know, she can do things that I cannot do when I'm in rehearsal. I mean, I can try, but then it just doesn't happen. I can sing notes and sing strong and do all these things that when I'm just by myself, I can't do. And I remember right before I performed, I raised my hands up and it was kind of the first time I felt something else come into me, felt something else come into me. Beyoncé hebt also ihre Hände hoch. Was ist das für eine Haltung, wenn man das tut? Das ist meistens, nehmen wir damit Anbetung wahr. Und dann, wenn sie das tut, auf einmal merkt sie, wie etwas über sie kommt und die Kontrolle übernimmt und dass sie dann Dinge tun kann, die sie von alleine gar nicht tun könnte, ohne dass Sasha Fierce in sie hineinkommt. Und es ist interessant, dass bevor Beyoncé auf die Bühne geht, dann gibt es meistens diese, sieht man sie hier auf einem großen Bildschirm, wie sie dort eine Münze in der Hand hält mit einem Bild von ihr drauf. Dann flippt sie diese Münze in die Luft und auf einmal sieht man die andere Seite, nämlich mit einem Gesicht von Sasha Fierce, von dieser Person, die dort sie übernimmt, dass sie dann, wie wir gerade gehört haben, aus ihrem Mund Dinge tut, die sie eigentlich nicht tun könnte. Und ich möchte euch sagen, soweit man auch bei dieser Thematik auf Sexualität und Kleidungsstil und so weiter eingehen könnte in der Musik, es wird jetzt heute nicht mein Thema sein, sondern ich möchte mit euch wirklich über gefallene Engel sprechen in diesem Kontext. Und es ist interessant, wo wir gerade bei Beyoncé sind. Die hat dieses Jahr ein neues Album rausgebracht, Renaissance heißt das. Und dort in diesem Albumcover schreibt sie das Folgende an Dank gewissen Leuten gegenüber. Wir lesen das mal. Ich möchte mich bei Rumi, Seer und Blue, das sind ihre Kinder, dafür bedanken, dass sie mir den Raum, die Kreativität und die Inspiration gegeben haben und einen besonderen Dank an meinen wunderbaren Ehemann und meine Muse, die mich in den langen Nächten im Studio festgehalten hat. Ein großes Dankeschön an meinen Onkel Johnny. Er war meine Patentante und die erste Person, die mich mit einem Großteil der Musik und Kultur in Berührung brachte, die Inspiration für dieses Album dienen. Soweit ich weiß, ist diese Person homosexuell. Danke an all die Pioniere, die die Kultur hervorgebracht haben, an all die gefallenen Engel, deren Beiträge viel zu lange unerkannt geblieben sind. Dies ist eine Feier für euch. Beyoncé schreibt ihr ganz offen, dass das, was sie hier bringt, letztendlich für die gefallenen Engel, ein Beitrag ist, eine Feier für sie ist und dass sie schon lange, viel zu lange unerkannt geblieben sind. Meine Lieben, wir sprechen heute wirklich über Besessensein mit gefallenen Engeln. In Offenbarung Kapitel 12, Vers 9 spricht die Bibel davon, dass es einen großen Kampf gab, der im Himmel entstanden ist, dass Luzifer, das höchste Engelswesen, gegen Gott angefangen hat zu rebellieren, der dann zum Widersacher oder zum Teufel und Satan wurde. Und dort heißt es dann in Offenbarung 12, Vers 9, der die ganze Welt verführt. Die ganze Welt. Er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen.
Satan hat es geschafft, ein Drittel der Engelwelt, das lesen wir nachher noch in einem anderen Text, auf diese Erde mitzunehmen. Engel, die letztendlich dann Dämonen geworden sind, die sich auch mit Satan in die Rebellion gegangen sind, gegen Gott. Und es ist interessant, dass vor dem Fall, so lesen wir dort in Ezekiel 28, dass Luzifer geschaffen wurde mit Musikinstrumenten. Was ein deutlicher Hinweis darauf ist, dass er weiß, wie man mit Musik umgeht. Und wir davon ausgehen können, dass er sehr wahrscheinlich als höchster Engel dort am Thron Gottes, dass er auch den Chor im Himmel geleitet hat. Dass er weiß, wie man wirklich mit Musik arbeiten kann und wie man mit Musik manipulieren kann. Das Ziel, was sie haben, letztendlich Gottes Charakter entgegenzugehen, Gottes Charakter letztendlich zu widerlegen, dass Gott eben nicht gerecht und gut und heilig ist und dass er nicht das Beste für uns möchte. Und dahingehend möchte er dich ganz persönlich täuschen, dich verführen. So spricht auch Jesus davon in Matthäus 24, dass die Verführung das Hauptthema sein wird am Ende der Zeit vor der Wiederkunft Jesu. Aber Erlösung, meine Lieben, das möchte ich euch auch zu Beginn schon sagen, ist möglich. Vergebung in Jesus Christus ist möglich. So sagt uns 1. Johannes 1, Vers 9, so wie wir unsere Sünde und Schuld bekennen, so ist er, Christus, treu und gerecht, dass er uns alle Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das ist eine wunderbare Botschaft. Aber wir leben hier derzeit, jetzt aktuell, du und ich, in einem großen Kampf, in einer großen Auseinandersetzung, wie die Bibel das schreibt. Und dieser Kampf, der zwischen Jesus und Satan abläuft, ist ein Kampf, der sich hier auf die Erde übertragen hat, wo du und ich mittendrin stecken und wo wir Entscheidungen zu treffen haben. Da gibt es eine geistliche Welt, die du und ich nicht so mit dem bloßen Auge sehen können, aber die wahrzunehmen ist in ihren Auswirkungen. Und manchmal, da werde ich später noch drauf eingehen, ist sie sogar sichtbar. Nun, wenn du das Ganze jetzt nicht glaubst an diesem Punkt und denkst, was redet er da für einen Quatsch, dann möchte ich dir sagen, die Stars, die du dir anhörst in der Musik oder vielleicht auch im Film anschaust, die kann ich dir sagen, die glauben darum, an diese Sachen umso mehr. Und die möchte ich einladen, dabei zu bleiben. Ich habe selber meine Erfahrungen gemacht, da gibt es ein Zeugnis auf meinem Kanal zu, von meiner Geschichte, der Heavy Metal Adventist heißt das Video, wie ich selber aus der Musikszene herausgekommen bin. Ich bin nie dort oben gewesen, wo all diese Stars waren, aber ich werde da nachher noch ein bisschen was zu sagen. Es ist interessant, wenn wir in die Geschichte mal ganz kurz gerade hineinschauen. Da gab es ein Beispiel wie Milli Vanilli, die sehr bekannt davon waren, diese beiden Models, die letztendlich vorne rangestellt wurden, die ihre Lieder nicht nur nicht selber geschrieben haben, sondern die Lieder nicht mal selber gesungen haben, sondern ein Playback ablief und das Ganze eines Tages dann bei den Grammy Awards dann, soweit ich es noch richtig jetzt in Erinnerung habe, aufgefallen ist, als ein Tape hängen blieb und die ganze Zeit sich eine bestimmte Stelle wiederholte und das Ganze dann, wie gesagt, auffiel. Nun, wir möchten aber heute jetzt nicht über Menschen sprechen, wie zum Beispiel Milli Vanilli, die letztendlich nur etwas nachgemimt haben, Lieder, die abliefen, Playback und die das nachgemimt haben, das nicht mal ihre eigenen Stimmen waren, sondern von irgendwelchen anderen zwei Leuten. Sondern wir möchten über Menschen heute sprechen, die Musik letztendlich nehmen von jemand anderem, der das geschrieben hat, die Lyrik und auch die Musik, also letztendlich die Ideen von jemand vollkommen anderen und letztendlich vollkommen anderes Material, was nicht ihr eigenes ist, ihr eigenes aber machen, indem sie es halt covern. Und lass uns das Ganze mal jetzt hören aus dem Mund. Im Englischen sagt man dann out of the mouth of the horse, also letztendlich direkt aus eigener Quelle, was da letztendlich geschieht. Working with Max in the studio for me is very relaxed. Working with Max is a lot of laughter. Working with Max Martin is awesome because he is such a huge fan of music and he's such like a he has really infectious energy. Max is great in the studio. He's a perfectionist, which I totally respect. He has a childlike quality to his melody sensibilities. I can't describe the impact Max has made on the music scene over the years. He's done nothing but make the most amazing music, I think, of all time, of our generation, of generations to come. At the time when I first worked with Max and
It was Britney and Backstreet Boys. It was just like, those songs were one after the other, after the other, after the other, and you could still go back and listen to them, and they're just great songs. I don't think Max is human. I think Max was made in Sweden to make hit records, because nobody human can do what he's done over the years. It is literally unbelievable. His sound was always transcending. You know, it was always ahead of the game. I think that Max's secret is probably something along the lines of the simplest, most effective thing is always the best. Stop. Take a deep breath. Simplify. He's really good at, I mean, a great chef says the most important ingredient is the thing you leave out. And I think that's also great for producing. That's what he brings, is he sort of takes all of you and then goes, these parts are fantastic, let's work with this. He helped to shape a sound and define a sound. And that's what makes him a genius. His melodies are so incredible and so sophisticated, but simple. It's funny when you hear music on the radio and you hear a certain yow, you automatically think it's Max, even if it's not. People emulate him, people want to be like him and want to have that Max Martin sound. He's the most obsessed with music, and that's it. But he's a lot of fun to work with. He's an amazing person and very, very talented. You've got to love the music, that's what's important, and he loves pop music. I mean, he amazes me, and I really got a chance to get to know him, and you just fall in love with him really easily. Max, congratulations on receiving the Polar Music Prize. No one deserves it more. You are a master. Take us to the promised land. Wir sprechen heute Abend von Max Martin. Und ihr habt jetzt gerade alle diese Stars gehört, wie Justin Timberlake, Pink, Britney Spears, Katy Perry und einige andere, die von einem Mann hier sprechen, von diesem Songwriter, der dieser eine Mann ist, der letztendlich verantwortlich ist für all die ganzen großen Hits der letzten 20 bis 30 Jahre im Popgeschäft. Und diese eine Person wird beschrieben als jemand, der, habt das gehört, eigentlich kein Mensch ist, dem letztendlich übernatürliche Möglichkeiten, Kräfte oder ja, zugeschrieben werden. Jemand, der uns ins verheißene Land führen soll, der unser Meister ist. Letztendlich wird er hier schon, knien die Leute schon fast vor ihm nieder und er nimmt schon die Rolle eines Messias, eines Erlösers hier ein. Und meine Lieben, Musik ist eine religiöse Sache. Und entweder führt es dich wirklich in die wahre Anbetung Gottes oder es führt dich dahin, dass du dich selber anbetest, dass du selbstzentriert wirst oder dass du irgendwelche Idole und Götzen hast und sie anbetest. Denn die Frage ist ja, warum sieht man, dass Musik mit allem irgendwo gekoppelt wird? Sei es mit der Werbung, sei es selbst bei Fußballspielen, sei es, wenn du in den Supermarkt hineingehst, überall wird Musik miteinander verbunden, weil man weiß, was für einen starken Einfluss Musik auf den Menschen hat. Musik ist niemals neutral. Und manche mögen damit vielleicht ein Problem haben, wenn ich das sage. Aber wenn du dich mal selber wirklich beobachtest und schaust, die Musik, die du dir anhörst, selbst wenn es sogenannte geistliche Musik ist, die man auch prüfen muss, ich habe da übrigens auch ein Video drüber bei mir auf dem Kanal, dann beobachte dich mal, wie dich das Ganze beeinflusst, ob es wirklich selbstzentriert immer noch ist oder ob es wirklich auf Gott alleine gerichtet ist. Denn Anbetung, müsst ihr wissen, bedeutet nicht einfach nur eine Gemeinde zu besuchen. Im ersten Gebot heißt es dort, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Also es bedeutet nicht alleine nur in die Gemeinde oder in eine Kirche zu gehen, sondern was ist das Wichtigste in meinem Leben? Was steht wirklich auf Platz 1? Was ist das Wichtigste in meinem Leben? Wir werden später noch auf Ägypten übrigens zu sprechen kommen, wo Gott hier ein Symbol, wo Gott aus der Sünde hinausführt. Aber was geschieht hier? Wir sehen, wie Generationen von Menschen beeinflusst werden, besonders auch junge Leute beeinflusst werden, alleine durch diese eine Person. Sollten wir dann nicht ein bisschen mehr wissen über diese eine Person, wer das Ganze ist? Ich möchte mal beginnen
mit ihm. Max Martin ist ein Schwede und Max Martin begann letztendlich seine, ich sage es mal, Karriere in einer Funk-Heavy-Metal-Band mit dem Namen It's Alive in Schweden. Während dieser Zeit wurde er aufgegriffen von Dennis Popp. Das war ein sehr, sehr bekannter Musikproduzent, genauso wie Max Martin heute einer ist. Und er hat ihn mitgenommen in seine Sphäre, in seine Arbeitsweise, hat mit ihm zusammen begonnen zu arbeiten. 5 Jahre später ist Dennis Popp dann gestorben plötzlich. Und Max Martin hat dann das ganze Geschäft letztendlich übernommen. Und er begann unter anderem zum Beispiel mit Britney Spears. Und er war für sie alleine, wenn ihr jetzt hier mal schaut, sehr, sehr, sehr aktiv. Ich habe mal einige der Songs aufgeschrieben, die Max Martin für Britney Spears geschrieben hat. Ich gehe die Liste mal durch. Einige von euch kennt ihr da vielleicht noch von. Baby One More Time, Crazy, I Will Be There, Oops, I Did It Again, Can I Make You Love Me? Don't Go Knocking on My Door, Lucky, Stronger, Britney, Overprotected, Bombastic Love, Cinderella, I'm Not a Girl, Not Yet a Woman, Where Are You Now, Fima Fatale, Hold It Against Me, Till the World Ends, I Wanna Go, Inside Out, Seal It With a Kiss, Criminal, Up and Down und noch weitere. Und wenn man diese Liste sieht, da fragt man sich erstmal, vielleicht kommt euch die Frage auch in den Kopf, ob Britney Spears überhaupt irgendeiner ihrer Lieder selber geschrieben hat oder einfach nur ein Produkt ist, was vorne hingestellt wird. Und wenn man sich alleine nur diese Titel jetzt anschaut, ja, da steckt so viel alleine nur schon in den Titel. Wir haben die Songtexte noch gar nicht gelesen, wir haben die Videos dazu noch gar nicht angeschaut, die ja auch wirken, aber da steckt alleine schon nur in den Titeln der Songs so viel Unmoral, so viel Lust im Sinne von Disharmonie mit Gottes Willen drin, ja? Fleischliche Natur, wie die Bibel das nennt, so viel Rebellion und Spiritismus alleine schon nur in den Titeln drin. Und es ist interessant, die Bibel sagt uns in Galater Kapitel 5, dass offenkundig aber die Werke des Fleisches sind, die da sind: Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage es noch einmal voraus. Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Warum nicht? Weil der Charakter durch diese Dinge missformt wird, nicht zu einem selbstlosen Charakter geformt wird, sondern zu einem selbstsüchtigen, selbstzentrierten Charakter. Und alle diese Dinge sind im Widerspruch zu den Früchten des Geistes, letztendlich der Selbstlosigkeit oder selbstlosen Liebe. Und wir sehen hier auf diesem Bild die sehr, sehr junge Britney Spears auf dem linken Bild noch, wie sie dort im Studio ist mit Max Martin. Damals sah er noch nicht ganz aus, wie man heute fast sagen könnte, wie eine Jesusfigur. Und nun, Max Martin, der hat Lieder geschrieben für so viele Sänger, wir sehen das nachher noch, für so viele Bands. Das bedeutet, du könntest irgendwo durch den Supermarkt gehen, hörst das eine Lied, hörst das nächste Lied und dann wieder ein Lied und alle 3, 4 Lieder hintereinander waren Lieder, die Max Martin letztendlich geschrieben hat. Du kannst das Radio einschalten, du hörst so viele Lieder von ihm. Und diese Lieder werden ja seit 20, 30, 40 Jahren immer wieder wiederholt. Ich frage mich manchmal auch, dass die Leute das überhaupt noch aushalten. Und es gab Zeiten, wo in den Top 10 der Charts, ja, also in den Top 10 Liedern, dass gleichzeitig 5 Lieder von Max Martin dort in den Top 10 waren. Und es waren nicht einfach nur 5 Lieder, muss man bedenken. Ja? Das waren 5 Lieder für 5 verschiedene Musiker, die 5 verschiedene Charaktere haben, die 5 verschiedene, ich sage es mal, auf ihre Art und Weise nicht nur Botschaften, die sind meistens gleich, aber einfach eine Art und Weise, Menschen abzuholen. Ja, du musst für eine bestimmte Person, musst du was schreiben, die Musik dazu machen und das passend für diese Person machen, dann wieder für diese Person, dann für diese Person und dass dann gleichzeitig, dass sowas abläuft. Und wisst ihr, Britney Spears ist letztendlich ein Produkt nur dessen, ja, von dem Profil, was Max Martin für sie geschaffen hat. Wäre Max Martin nicht da, wäre Britney Spears niemals zu diesem Erfolg gekommen. Ja? Hätte auch letztendlich eine andere Person nehmen können, die gut singt und der Person sagen, so musst du das machen, hier hast du das Lied und dann kommen die Leute raus. Und ich will jetzt gar nicht davon sprechen heute Abend irgendwie wegen MK Ultra und all diesen Geschichten.
was da mit diesen Stars und Kinderstars, Britney Spears, Disney Club und so weiter, Christina Aguilera, Justin Timberlake, die alle da aufgewachsen sind. Das ist nicht mein Thema jetzt heute. Aber es ist interessant, wenn man in die Texte hineinschaut, wir werden später noch ein bisschen lesen, auch in Texten in manchen, dass er letztendlich auf der einen Seite, wenn er sich in diese verschiedenen Künstler und Charaktere reinbegibt, schreibt er manchmal Songs für Mädchen, sage ich jetzt mal, oder Frauen und dann Songs für Jungs oder Männer. Also, dass letztendlich, sagen wir mal, Britney Spears singt jetzt von ihrem, von der Liebe, die sie gerne hätte zu einem Mann, ja, oder Justin Timberlake singt jetzt von der Liebe zu einer Frau, die er gerne hätte. Alleine dieses Reindenken, ja, und dieses Hin- und Her-Switchen ist sehr interessant. Ich habe hier mal einen Artikel aus der Frankfurter Allgemeine mit dem Titel bezüglich Max Martin, den nannten sie ihn die Hitmaschine. Und da heißt es unter dem Bild, der Schwede Max Martin ist der erfolgreichste Popmusikproduzent der Welt. Sogar Adele trällert jetzt sein Lied. Und die Frage ist, wie macht er das bloß? Und die Frage möchte ich weitergeben. Ist der Mann einfach nur natürlich talentiert, dass er so gut mit Musik umgehen kann? Oder hat er auch eine andere Quelle? Wird er auch irgendwie übernommen, wie Beyoncé das eben geschrieben hat mit Sasha Fierce? Composer in the world has written melodies as sustainable or as widespread as those of Max Martin. He has refined and developed the world's popular music. Nun, wir sehen hier nochmal einen Ausschnitt mit einigen Künstlern, mit denen er da zusammenarbeitet. Und alle durchweg, wir haben das eben im Video auch schon zuvor gehört, sie alle feiern ihn total. Und es mag sein, wie die Leute auch gesagt haben, dass er eine sehr nette Person ist, sehr demütige Person ist. Da möchte ich gar nichts zu sagen, möchte gar nicht über den Charakter dieser Person sprechen. Sondern ich möchte mir einfach die Frucht, wie Jesus gesagt hat, anschauen, seines Werkes und seines Wirkens und die Resultate dessen. Und was das für einen Einfluss auf uns hat und wem wir da wirklich zuhören. Die Frage möchte ich heute Abend klären. Denn seine Musik, wir werden das nachher noch deutlicher sehen, ich habe es kurz schon angesprochen, promotet letztendlich, unterstützt vorehelichen Sex, Alkoholkonsum, Kampf, Gewalt, Wettstreit und all diese Dinge, die Werke des Fleisches, wie die Bibel das Ganze sagt. Ich habe hier mal aufgelistet, einige der Künstler, das sind nicht alle, aber einige der bekanntesten Künstler, mit denen Max Martin zusammengearbeitet hat, beziehungsweise wofür er produziert hat. Wir sehen hier Katy Perry, Britney Spears, Kelly Clarkson, Pink, Taylor Swift, Ariana Grande, glaube ich, wird sie ausgesprochen, Maroon 5, Coldplay, Avril Lavigne, Usher, Lady Gaga, Keisha, Celine Dion, Christina Aguilera, Simple Plan, Jennifer Lopez, Demi Lovato, Justin Timberlake, Adele, Bon Jovi, Ellie Goulding, Tori Kelly und The Weeknd. Ich muss ehrlich zugeben, bei 3-4 Namen muss ich erst mal selber googeln, weil ich jetzt schon seit über 12 Jahren aus diesen ganzen Dingen heraus bin. Ich meine, es war in meine Musikrichtung, aber natürlich hat man das so mitbekommen. Und musste mich erstmal informieren über einige dieser Leute, die ich da gesehen habe und überhaupt keinen Bezug zu diesen Menschen hatte. Aber wenn wir uns diese Liste hier anschauen, ist es interessant, ja, dass er für all diese Menschen hier geschrieben hat. Und er war, ich glaube, es war 11 Mal insgesamt, dass er als Songwriter des Jahres von der amerikanischen Gesellschaft der Songwriter gewählt wurde. Also 11 Mal. Und er hat insgesamt, hat er von 21 Grammy-Nominierungen, hat er 5 Grammy-Nominierungen gewonnen. Das ist nicht so eine gute Quote, aber überlegt euch mal, von 21 Nominierungen immerhin noch 5 Grammys gewonnen. Dann hat er sogar einen Oscar abgeräumt, und zwar hat er ein Lied geschrieben, das heißt Can't Stop the Feeling. Vielleicht kennen das einige von euch von Justin Timberlake. Ich kenne das Lied überhaupt nicht. Ich kenne zwar Justin Timberlake, aber dieses Lied wurde 2016 herausgebracht. Wir sehen das nachher noch. Und da hat er mit dran geschrieben an diesem Lied und hat sogar eine Oscar-Nominierung dafür bekommen. Dann hat er für den mittlerweile sehr bekannten Künstler, ich kannte ihn auch nicht, muss ich ehrlich sagen, The Weeknd, der übrigens der nächste Michael Jackson sein möchte, hat er 8 Lieder von seinem neuen Album After Hours geschrieben.
Und Entschuldigung, ich muss so sagen, 8 der Lieder, so ist es, 8 der Lieder sind in den Top 10 gelandet. 8 der Lieder, die er geschrieben hat für ihn, sind in den Top 10 gelandet von The Weeknd. Dann ist er auch vor einigen Jahren aufgenommen worden in die Songwriters Hall of Fame. Hier schauen wir uns mal die 25 Nummer 1 Hits an, die Max Martin produziert hat. Denkt daran, dass er etliche weitere produziert hat. Das sind jetzt die, die es wirklich auf Platz 1 geschafft haben. Da haben wir von 1998 angefangen. Baby One More Time von Britney Spears. 2000, It's Gonna Be Me bei NSYNC. 2008 hat er geschrieben, I Kissed a Girl für Katy Perry. 2008, So What bei Pink. 2009, My Life Would Suck Without You bei Kelly Clarkson. 2009, Three für Britney Spears. 2010, California Girls für Katy Perry und Snoop Dogg. 2010, Teenage Dreams für Katy Perry. 2010, Raise Your Glass für Pink. 2011, Hold It Against Me für Britney Spears. 2011, E.T. für Katy Perry. Zu dem Lied kommen wir nachher mal noch. Dann auch 2011, Last Friday Night, auch wiederum für Katy Perry. Und auch 2012 für Katy Perry, Part of Me. Dann 2012, One More Night für Maroon 5. 2012, We Are Never Ever Getting Back Together für Taylor Swift. 2013, Roar für Katy Perry. 2013, Dark Horse, wieder für Katy Perry. 2014, Shake It Off für Taylor Swift. Auch so Blank Space für Taylor Swift. 2015 wiederum für Taylor Swift, Bad Blood. Dann 2015, Can't Feel My Face für The Weeknd. 2016, Can't Stop The Feeling. Das ist dieser Oscar-nominierte Song für Justin Timberlake. 2019, Blinding Lights für The Weeknd. 2021, Save Your Tears für The Weeknd und Ariana Grande. Und 2021 wiederum My Universe für Coldplay und BTS. 25 Nummer 1 Hits. Alle geschrieben von Max Martin. Und es gibt nur zwei Songwriter in der Geschichte, die zeige ich euch nachher noch, die noch erfolgreicher waren wie Max Martin, aber die leben heute nicht mehr. Hier mal eine kurze Liste, die wir jetzt nicht durchgehen, aber das ist die Top 40, Top 40 der Songs in England, in den UKs. Und da sind auch andere Künstler übrigens noch dabei, deshalb zeige ich diese Liste. Und auf dieser Liste gibt es ein Lied von Bon Jovi, mit dem er auch zusammengearbeitet hat. Dieses sehr, sehr bekannte Lied, was immer noch rauf und runter seit Jahren in den Radios läuft und auf jeder Veranstaltung. Dieses Lied It's My Life. Ich weiß noch selber, wie oft ich dieses Lied früher bei Partys gehört habe. Ja? Ich war kein großer Bon Jovi-Fan selber, aber dieses Lied lief ständig dort. Und es ist interessant, was einfach nur wie so ein glückliches, fröhliches Lied klingt, die Lyrics, wenn man sich die anschaut aus einem, das möchte ich jetzt sagen, aus einem wirklich biblischen Kontext, ja. Wenn ich mit der Bibel herangehe und das als Maßstab nehme und vergleiche mal das, was Gott sagt über seinen Charakter und über seine Prinzipien und über das, was er sich für uns wünscht, wie unser Wesen sein sollte, und vergleichen das mal jetzt mit dem Text von It's My Life, den Max Martin geschrieben hat, gesungen von Bon Jovi, dann schaut euch mal diese Gegenüberstellung an. Es ist absolut konträr zum Willen Gottes. In dem Text heißt es, ich habe jetzt nur eine Passage rausgenommen, ich habe es hier übersetzt, es ist mein Leben, es ist jetzt oder nie, aber ich werde nicht ewig leben, ich will nur leben, solange ich noch lebe. Es ist mein Leben. Mein Herz ist wie ein offener Highway. Wie Frankie sagte, hier nimmt er Bezug zu Frank Sinatra, ich habe es auf meine Art gemacht. I did it my way. Ich will einfach nur leben, solange ich lebe. Es ist mein Leben. Also letztendlich sag mir bloß nicht, oder ich möchte mir von niemandem sagen lassen, was ich zu tun habe, ja? Und das ist das, was man dir verkaufen möchte. Das ist das, was du glauben sollst. Aber meine Lieben, gebt Raum dem Geist Gottes und ihr werdet sehen, dass das Ganze eine Lüge ist. Denn Christus bietet uns ewiges Leben an, auf den Bedingungen von Bekenntnis unserer Sünde, von echter Reue und Gehorsam ihm gegenüber. Es ist interessant, dass in Prediger 3, Vers 11,
Die Bibel uns sagt, er hat alles schön gemacht. Es spricht von Gott zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr, das meint unser Herz, gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Was dieser Text sagt, ist, dass Gott ein Verlangen nach Leben, ein Verlangen nach Ewigkeit hineingelegt hat. Es war aber alleine der Mensch, der letztendlich die Entscheidung getroffen hat, sich von Gott zu trennen, so wie Luzifer das im Himmel getan hat und wurde zum Widersacher Gottes. Seitdem der Mensch sich getrennt hat, werden wir geboren mit dieser gefallenen Natur, mit dieser Neigung, das zu tun, was Gott nicht möchte. Deshalb ist es für uns manchmal so, oder vielleicht für dich, der du das erste Mal so ein Thema hörst, vielleicht ganz komisch, dass du denkst, ja Moment mal, was hat es denn mit der Musik jetzt auf sich? Die ist so neutral oder die lässt mich gut fühlen, wenn ich das höre, da komme ich in bessere Stimmung und das bringt doch auch Menschen zusammen. Gib noch etwas Zeit bitte und bleib dran. Denn das Verlangen, was Gott in uns hineingelegt hat, dieses Verlangen nach Ewigkeit, hat letztendlich eine Bedingung. Dafür musste Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünden sterben. Aber er bietet uns heute dieses vollkommene Leben. Die Bibel sagt auch, seine vollkommene Gerechtigkeit bietet er uns heute auf Bedingung der echten Reue und Gehorsam an, dass wir eben wieder ewig leben können, dass wir verwandelt werden in seinen Charakter, schon hier, jetzt, darum geht es Gott. Durch Anschauen werden wir verändert, sagt die Bibel uns. Das heißt, wenn ich Gott den Raum gebe und ihn täglich einlade, dann kann Gott mein Denken so umwandeln, das könnt ihr euch auch gerne in meinem Zeugnis, der Heavy Metal Adventist, einmal anhören, dass Gott das Denken so umwandelt, dass du die Dinge wieder siehst, wie Gott sie sieht. Und nicht mehr, dass du mehr und mehr von diesem selbstsüchtigen Menschen mehr zu einem selbstlosen Menschen wirst. Das ist ein Prozess, den die Bibel Heiligkeit nennt. Und dieser Prozess macht frei und wirklich glücklich, kann ich euch sagen. Und dann hat man eine Hoffnung auf das, was wirklich kommt. Es ist nicht, wie John Bon Jovi uns hier sagen will, dass es nur dieses eine Leben ist. Mach so viel wie möglich. Es hol nur aus diesem einen Leben das Beste heraus. Und wenn es nötig ist, ich meine, das sagt er nicht so, aber das impliziert es ja. Und wenn es nötig ist, dann ist es auch mal okay, auf jemanden letztendlich zu treten. Hauptsache, du holst das Beste jetzt raus. Du lebst ja jetzt nur einmal. Aber mein Lieben, es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge Satans. Gott hat das Verlangen nach Ewigkeit hineingelegt. Aber in unserer gefallenen Natur sind wir disconnected, ja, von Gott, getrennt von ihm und müssen erst wieder ihn in uns aufnehmen, ihn bitten, dass er uns erfüllt mit dem Heiligen Geist, damit wir in alle Wahrheit geführt werden können und wieder so denken und sehen, wie Gott das für uns zu Beginn beabsichtigt hat. Nun, möchtest du leben, ist die Frage hier. Wisst ihr, ich glaube, dass Menschen, selbst die Selbstmord begehen, dass sie sich eigentlich nach was Besserem verlangen, sonst würden sie sich auch nicht umbringen. Ja? Die Bibel sagt uns auch an anderen Stellen, warum möchtest du sterben? Ja? Aber diese Musik hier, die ist geschaffen letztendlich, um erstmal körperlichen, aber auch letztendlich geistlichen Selbstmord zu begehen, was hier geschieht. Und glaubt mir, Salomo, der diese Worte hier geschrieben hat in Prediger 3, Vers 11, der Gott am Anfang sehr treu war, nachher sehr abgefallen ist und dann wieder zur Buße kam, Gott zurückfand am Ende seines Lebens. Glaubt mir, dieser Mann wird nicht umsonst in der Bibel als nach Jesus der weiseste Mensch genannt, der jemals gelebt hat. Der war weiser als Max Martin und John Bon Jovi. Wisst ihr, es gibt einen Unterschied zwischen Intelligenz, Klugheit und Weisheit. Weisheit ist wirklich das zu tun, nach den Prinzipien Gottes, nach Gottes Willen. Das, was ich weiß, wenn ich Erkenntnis darüber habe, das Richtige nach Gottes Willen zu tun. Und dafür möchte er uns sein Leben und seine Kraft anbieten. Aber wisst ihr, man könnte in jedes einzelne Lied hineingehen. Man sieht, dass alle diese Lieder von ihren Prinzipien komplett, vollkommen gegen die Prinzipien des Gottes, des Schöpfergottes von Himmel und Erde ist. Nun, ich habe euch gesagt, es gab nur zwei Männer, die erfolgreicher waren als Max Martin bisher. Max Martin ist der erfolgreichste lebende Songwriter, aber die, die bisher am meisten Songs auf Nummer 1 Hits gebracht haben, waren Paul McCartney und John Lennon. Beide sind natürlich, oder nicht beide, Entschuldigung, Paul McCartney lebt noch, aber John Lennon ist schon länger verstorben. Und wir kommen jetzt gleich wieder zu ihnen zurück. Ich möchte euch noch kurz zeigen, dass der viertgrößte oder die viertgrößte Songwriterin Mariah Carey ist. Und die ist ja auch sehr, sehr bekannt. Und es ist interessant, ich habe einen Artikel gefunden, wo sie über Beyoncé spricht, wo sie sagt, ich liebe Beyoncé. Und wir haben uns gerade eben eingangs über Beyoncé ein bisschen informiert. Und sie sagt, ich bewundere sie hier in dem Artikel,
Ich bewundere sie so sehr als Performerin und für alles, was sie für die Welt getan hat und für all das andere. Nun, ihr wisst jetzt mittlerweile, woher Beyoncé ihre Performance hat, dass sie selber sagt, dass es nicht einfach nur eine Kreatur ist, Sasha Fierce, die sie geschaffen hat, sondern eine Person, die wirklich übernimmt und wo sie selbst, wir haben es eingangs gelesen, auf dem Albumcover, auf dem neuen von Renaissance, sie schreibt und den gefallenen Engeln dankt, die so lange letztendlich im Hintergrund waren und die man nicht wirklich registriert hat, dass ihnen wirklich der Dank gebührt, weil sie selber das nicht auf die Beine stellt. Und jetzt hast du Leute hier wie Mariah Carey, die die viertgrößte Songwriterin ist, die zweitgrößte Lebende, und die Beyoncé gerade wegen ihrer Performance wirklich bewundert. Nun zurück zu den Beatles. Wir kommen nachher wieder zu Max Martin. Wir machen gerade eine Kurve dahin. Nun, wir kennen dieses Albumcover. Vielleicht kennst du es nicht, das noch nicht gesehen hat. Aber wir sehen hier auf diesem Albumcover von Sgt. Pepper's, dass hier sehr viele berühmte Persönlichkeiten in der Zeit, in denen die Beatles teilweise gelebt haben oder davor, dort abgebildet sind. Man sieht sie selber dort in der ersten Reihe zweimal auf zwei Bildern und dann dahinter viele verschiedene Personen. Marilyn Monroe und andere bekannte Leute. Und dann seht ihr oben ganz links in der letzten Reihe von links der zweite Kopf. Ich weiß nicht, ob euch dieses Gesicht bekannt ist. Diese Person, die dort abgebildet ist, ist Aleister Crowley. Und Aleister Crowley ist der bekannteste, wahrscheinlich neuzeitlichste Okkultist, der jemals gelebt hat. Und manche Leute sagen, ja, das macht doch nichts aus, die haben einfach nur irgendwelche Leute ihrer Zeit genommen. Aber selbst wenn das so wäre, warum nehmen sie einen vollkommenen, offenen Okkultisten, Satanisten und platzieren ihn dort? Schauen wir mal, ob es da mehr gibt, wie einfach nur, dass er dort letztendlich gewählt wurde, weil er eine Person der Zeit damals war. Nun, Aleister Crowley hat diesen bekannten Satz geprägt: Do what thou wilt shall be the whole of the law. Wir sehen es unten rechts geschrieben. Also tue das, was du möchtest, ist das ganze Gesetz. Und das widerspricht konträr dem Prinzip, was die Bibel uns lehren möchte. Es geht nicht einfach darum, das zu tun, was du möchtest, und dass das ganze Gesetz ist. John Lennon, er sagt hier in seiner Aussage: The whole Beatles idea was to do what you want. Also die ganze Idee der Beatles war, das zu tun, was du möchtest. Do what thou wilt as long as it doesn't hurt somebody. Tue das, was du möchtest, solange es niemanden verletzt. Hört sich ja so positiv und gut an irgendwo. Aber das Prinzip steckt da drin: tue, was du möchtest. Und dieses Prinzip kommt von Aleister Crowley. Dieses Prinzip sehen wir auch hier auf dem Shirt von dem Sweater von Jay-Z, oben links dem Mann von Beyoncé. Und ein Prinzip, was auch Anton LaVey letztendlich gesellschaftsfähig gemacht hat durch die Gründung seiner Church of Satan in den Vereinigten Staaten. Nun, die Originalidee, ich habe mal recherchiert, war für das Albumcover der Beatles, dass sie dort verschiedene Gurus aus Indien draufbringen wollten. Ich glaube, der Drummer der Beatles, dessen Idee war das. Diese Idee wurde dann aber wieder beiseite gesetzt. Was uns aber trotzdem zeigt, und wir wissen, dass die Beatles sehr stark im indischen Guru tätig waren, also im Heidentum tätig waren. Und die Bibel warnt vor diesen Dingen. Ja, dass es falsche Götter sind, dass es gefallene Engel sind, dass es der Teufel selbst ist, der versucht, Menschen abzubringen vom wahren Weg. Und sie waren ja sehr stark auch in Hare Krishna-Bewegung drin und so weiter. Und da kann man mal suchen, da sieht man sehr schnell die Verbindungen, welche die Beatles hatten, auch zu Aleister Crowley. Und wir können sehr sicher sein, dass wir sehen, oder was wir ausdrücken können, wo die Beatles letztendlich standen. Wir haben ja eben in dem Lied von John Bon Jovi gehört, in diesem Lied It's My Life, was Max Martin auch geschrieben hat, dass dort Bezug genommen wird von Max Martin. Es ist ja nicht von Bon Jovi, sondern Max Martin hat das Lied geschrieben, zu Frank Sinatra, der dieses Lied, dieses weltbekannte Lied My Way geschrieben hat. Ich erinnere mich noch an Gerhard Schröder, als er damals sein Amt als Kanzler abgelegt hat, dass er auch dieses Lied gewählt hat bei seinem Abschied. Na gut, auf jeden Fall, Frank Sinatra hat dieses Lied I Did It My Way sehr, sehr, sehr bekannt gemacht. Und es ist interessant, dass Aleister Crowley über dieses Lied einmal gesagt haben soll, dass es das meist satanische Lied ist seiner Art, weil es eben die Prinzipien des Satanismus so deutlich wiedergibt.
Nicht wie es in Sprüche Kapitel 3 heißt, wo die Bibel uns sagt, wie der Salomo, dass wir ab Vers 5, dass wir nicht unserem eigenen Herzen trauen sollen. Ja? Weil die Bibel uns auch sagt in Jeremia, dass unser Herz ein böses und trügerisches und verzagtes Ding ist. Wer kann es ergründen? Und die Bibel sagt, dass Gott alleine es ergründen kann. Dass Gott alleine wirklich weiß, was in unserem Herzen vorgeht, was wirklich unsere Motivation ist. Und wir sollen uns nicht, so sagt Sprüche 3 dann weiter, auf unser eigenes Herz, auf unseren eigenen Verstand verlassen. Denn wir können uns täuschen, wir wissen das alle. Wie oft haben wir schon gesagt, ich habe die und die Person so sehr geliebt. Ja? Und auf einmal haben wir nachher festgestellt, dass wir die Person nicht ausstehen können. Oder andere Beispiele, die euch vielleicht einfallen. Aber Gefühle sind keine Maßschnur, ja, oder keine Richtschnur für unser Leben, sondern die Bibel, Jesus Christus möchte uns gerne in alle Wahrheit führen, er möchte uns täglich gerne führen auf dem richtigen Weg, dass er uns so formen und gestalten kann, dass wir das Heilige letztendlich wieder lieben, dass es wirklich gut für uns ist. Aber dafür muss man sich erstmal auf Gott einlassen. Ich war früher auch nicht an dem Punkt, aber ich habe dem Schöpfer des Universums diese Chance gegeben und ich bin Gott heute sehr, sehr dankbar dafür. Nun, dieses Lied My Way, was Aleister Crowley also hier kommentiert hat, als eines der satanischsten Lieder seiner Art, nach seinem Prinzip, weil es eben gegen das Prinzip geht von Sprüche 3, dass wir uns alleine auf Gott verlassen sollen und dann wird es uns gut gehen, auf seine Prinzipien, ihn kennenlernen und sein Wesen. Und genau dieser Aleister Crowley, der war so bekannt in seiner Zeit und so berühmt, da gab es diese Person und ich frage euch mal, wer von euch kennt diese Person? Jimmy Page. Wer von euch kennt Jimmy Page? Diese Person ist mir persönlich sehr, sehr gut bekannt, weil es mehr in die Richtung Musik ging, die ich letztendlich damals vor meiner Zeit mit Christus sehr stark gehört habe. Und zwar war er der berühmte Gitarrist von der sehr bekannten Band Led Zeppelin. Und Jimmy Page, er steht auf diesem Bild hier vor einem Gebäude, was man hier noch einmal sieht. Und dieses Gebäude ist ein Platz, wo Aleister Crowley in Schottland selbst für 14 Jahre lang gelebt hat. Und Jimmy Page, er war fasziniert von Aleister Crowley. Ja, er war ein großer Fan von ihm, hatte eine Kollektion, die alleine Aleister Crowley gewidmet war. Und als er dieses Haus kaufte, oder ich muss sagen, bevor er das kaufte, gab es bereits Gerüchte, oder ich muss sagen, nicht Gerüchte, eher Berichte vielmehr, darüber, dass Dinge in diesem Haus sich bewegt haben. Ja, dass Dinge auf einmal, ja, Türen sich geöffnet haben, Fenster auf und zu, Dinge rumgeschwebt sind, Tische und so weiter. Und später hat er das Haus auch wieder verkauft, aber es hat nichts an seiner Faszination über Aleister Crowley daran getan. Und Aleister Crowley, der wirklich ein sehr, sehr angesehener und auch berüchtigter Okkultist war seiner Zeit und heute immer noch, er war Zeremoniemagier gewesen. Er war Schriftsteller gewesen. Er hat zu Lebzeiten vor allem auch Drogenexperimente gemacht. Man weiß von ihm, dass er ein offen Bisexualität ausgelebt hat. Und man weiß auch, und das sieht man ganz zweifellos, dass Crowley der Gegenstand von vielen zahlreichen Biografien und auch akademischen Studien selbst ist. Ja? Und das war eines der Hauptgründe dafür, dass Jimmy Page überhaupt von ihm fasziniert war, weil es war das erste Mal im Alter von 15 Jahren, als er Aleister Crowley begegnete. Und zwar las er damals auch das Buch Magic in Theory and Practice, was letztendlich für Page, so sagt er, eine Offenbarung war, ja? Vor allem wegen seines Interesses halt am Okkulten. Und später in seinem Leben dann, als Gitarrist von Led Zeppelin, hat Aleister Crowley, wurde er immer wieder von Jimmy Page gelobt. Und sogar in einem Interview von 1978 sagte Page über Aleister Crowley, dass er missverstanden wurde, dass er ein missverstandenes Genie war. Er wollte eigentlich schon die Befreiung der Person, wo es das Wesen ging und das Beschränkung zur Frustration führt. Also letztendlich das Prinzip dahinter, was Satan den Menschen auch einreden will und was er auch den Engeln schon im Himmel eingeredet hat, dass die Gebote Gottes einschränken. Dass nur, wenn du das beiseite tust und für dich frei bist, das tust, was dir wirklich gefällt, wonach dein Fleisch sich sehnt. Und das mag für dich jetzt vielleicht ein neues Prinzip sein, der du das erste Mal hörst. Diese gefallene Natur, mit der wir geboren worden sind alle, nach dem Sündenfall, ist eben selbstsüchtig, wie wir eben Galater 5 gelesen haben. Da ist in uns nichts Gutes, aber auch gar nichts Gutes. Wir wollen, ja,
wenn wir ehrlich sind, wollen wir das Negative. Wenn wir etwas Gutes tun und ich selbst nicht an Gott glaube, dann sagt die Bibel uns, dass alle, jede gute Gabe von Gott kommt. Das ist das unbewusst für uns, dass wir auf unser Gewissen hören, was Gott uns auch gegeben hat, und wir letztendlich auf das Wirken des Heiligen Geistes reagieren. Aber dieses Prinzip, was uns hier gezeigt wird, dass er letztendlich nur zur Befreiung der Person führen wollte, ist konträr wieder dazu, dass Gott gesagt hat, dass die Gebote gut und gerecht und heilig sind und den Menschen gut tun, wenn man sich an die Gebote durch Gottes Kraft hält. Und das ist möglich, so verspricht uns das auch 1. Johannes Kapitel 5, ab Vers 3 und 4. Ja, es ist dann weiter, er wurde also missverstanden. Es ging nur darum, dass er zu einer bestimmten Zeit eine Theorie der Selbstbefreiung vertrat. Hört sich so gut an, ja, so philosophisch an. Kolosser 2, Vers 8, da warnt der Paulus uns vor jeglicher Philosophie des Menschen, weil es einfach nur Spekulation ist. Aber diese Selbstbefreiung hier, das war das Prinzip, was Satan auch den Engel eingeredet hat. Gott engt euch ein, er ist nicht fair, er möchte, dass ihr das und das alles tut. Ihr seid nicht frei. Aber hast du gemerkt, vielleicht wenn du ehrlich mit dir bist, und ich kann sagen heute, und ich schäme mich nicht darum, das offen zu sagen heute, ich habe versucht so zu leben. Und ich bin 25 Jahre lang auf die Schnauze geflogen damit. Gott sei Dank, dass ich vor 12 Jahren, jetzt wisst ihr, wie alt ich bin, dass ich vor 12 Jahren klüger wurde. Und nicht nur klüger, sondern weiser wurde. Nicht durch meine eigene Weisheit, sondern durch das, was Gott mir dann geschenkt hat. Aber sehen wir nicht, dass Bibel, dass Menschen ja auch genau das Prinzip hier wiederholen, dass Satan auch missverstanden wurde? Ja? Es gibt sogar Lieder, wo drüber geschrieben wird, dass Satan missverstanden wurde. Ja? Nun, lass uns jetzt mal einen Teil von dem Lied Stairway to Heaven hören. Ein sehr, sehr oder vielleicht das bekannteste Lied von Led Zeppelin. Und ich werde es euch erst jetzt einmal vorspielen und werden jetzt erst einmal das Lied, ein Teil dieses Liedes, ihr seht schon den Text hier im Englischen und Deutschen dazu, ganz normal ablaufen lassen. Wir sehen kein Video, wir sehen es nur, wir hören das Lied und lesen den Text nochmal dort. Und ich möchte dazu noch sagen, wisst ihr, es gibt Lieder, wenn sie einmal gehört werden und dann verklingen die vielleicht irgendwie wieder, ja, in der Geschichte, ohne irgendeine Wirkung zu haben. Aber dann gibt es Lieder, die über die Musik sozusagen hinausgehen, die irgendwo poetischen Status schon erlangen und die Ewigkeitsbestand haben. Und Stairway to Heaven ist genau so ein Lied. Das ist genau so ein, man kann sagen, wie ein unsterbliches, und das meine ich jetzt nicht positiv, aber wie ein unsterbliches Meisterwerk, was Led Zeppelin oder vielleicht jemand anders kreiert hat. Ja? Und ich habe dieses Lied, muss ich noch sagen, bevor wir es jetzt hören, ich habe das damals so oft gehört. Das war für mich auch irgendwie mystisch, geheimnisvoll, irgendwas, was man versucht zu entdecken, was ich irgendwie Teil von haben wollte. Das hat mich irgendwie gefesselt, dieses Lied. Und das soll es ja auch, ja. Lieder werden geschrieben, als wir damals in unserer Band Lieder geschrieben haben oder versucht haben zu schreiben, dann, und ich möchte sagen, schon mal nicht unter dem Einfluss, unter diese Menschen standen, nicht so offen und bewusst, wir standen auch unter einem Einfluss, aber dann haben wir uns natürlich auch überlegt, wenn wir Lieder geschrieben haben, okay, wie reagiert die Menge jetzt, wie, wenn wir jetzt das Lied jetzt so spielen, werden sie dann springen, werden sie das machen und so weiter. Ja, das sind Gedanken, die man sich natürlich als Musiker macht. Ja, setzt man da eine Pause ein, wie geht man, wie treibt man das Lied jetzt voran, wie kann man das Lied aufbauen, ihr versteht. Ja, das hat mich damals, dieses Lied hier besonders gefesselt. Aber hören wir mal letztendlich erst jetzt in diesen Originalausschnitt hinein. Nun, bevor wir gleich wieder zu dem Lied zurückkommen, ich möchte euch erstmal zeigen, was Robert Plant, der Sänger von Led Zeppelin war, wo er die Inspiration für diesen Text herbekommen hat. Und ich möchte noch zuvor sagen, bevor wir da reingehen, dass ich ein anderes Video gesehen habe, was ich euch jetzt hier nicht präsentiere, von Jimmy Page, wo er das Lied, die Entstehungsgeschichte von Stairway to Heaven erklärt. Und wo er dort sagt, dass er erklärt dort, wie sie das Lied aufgebaut haben, die Melodie, alles und das Musikstück erstmal fertig hatten und es dann zu Robert Plant gegeben haben, dem Sänger, und gesagt haben, hier, mach was draus.
haben sie es ihm vorgespielt. Und während er das am Hören war, fing er auf einmal an zu singen. Und wenn ihr mal den ganzen Text gelesen habt, wir kommen ja gleich noch zu, wie verwirrend dieser Text eigentlich ist, hat er aber beim ersten Ansatz 90% laut Jimmy Page des Textes gesungen, fertig gehabt. Die mussten nur noch 10% nachher da rumbasteln, bis es dann fertig war, letzten Feinheiten. Aber 90% kam einfach so aus ihm raus, in einer Tour, und dann war das Lied fast fertig. Nun, hier haben wir Jimmy Page, jetzt im gediegenen Alter. Und wenn wir uns den Text einmal anschauen, dieser Text ist reich und voll an einfach kryptischen Verweisen auf Allegorien und auch Mystik, ja, und bietet weit mehr, möchte ich vielleicht mal so sagen, als einfach nur so einen simplen Satanismus. Es ist interessant, wir lesen da unten, dass Robert Plant mal gesagt hat, ich war einfach besessen von Lewis Spence und C.S. Lewis und der ganzen Idee des Inklings und der Leute, die sich mit Tolkien in Oxford trafen und versucht, den Geist dessen wiederzubeleben, was um die Jahrhundertwende geschehen war. Bring it back, also bring es zurück, bring es zurück. Und was geht's hier? Wen meint er hier? Tolkien, ja, der Herr der Ringe geschrieben hat, totaler Okkultist. Das wäre ein Thema für sich, jetzt Herr der Ringe auseinanderzunehmen, wie viel da Anlehnung an die Bibel gemacht wird, Berg Moria und so viele Dinge, ja. C.S. Lewis, interessant, dass er diesen christlichen Autor nennt. Das wäre an sich jetzt ein Vortrag für sich selbst, dass er ihn hier mit nennt. Aber ich lasse das jetzt einfach mal offen stehen. Ja? Vortrag, Stoff in anderen Vortrag. Lewis Spence. Wer war Lewis Spence? Schauen wir mal. Weil wir sind jetzt gerade bei dem Gedanken, woher die Inspiration für diesen teilweise, muss man ehrlich sagen, verwirrten Text bekommen hat. Wenn man das so liest und man sich erstmal denkt, was macht überhaupt gar keinen Sinn? Wie kommt ein Mensch auf so einen Text? Robert Plant hat also wiederholt gesagt, dass er sich von diesen Werken, und zwar von Lewis Spence, inspiriert hat lassen. Und das war ein schottischer Schriftsteller. Und der hat vor allem durch sein Buch Magic Arts in Celtic Britain, also magische Künste im keltischen Britain, inspirieren lassen. Und es ist einfach diese keltische Esoterik und Spiritualität, die in diesen Texten, vor allen Dingen Stairways to Heaven, sehr, sehr, sehr durchscheint. Und was ich jetzt mit euch machen möchte, ist, warum ich das Ganze aufgebaut habe, ist euch ein Prinzip hier zu zeigen, was ich gleich noch untermauern werde und wo wir nachher wieder zurückkommen zu Max Martin. Dieses Lied hier, Stairway to Heaven, wenn man dieses Lied an dieser Passage, die wir gerade eben gehört haben, rückwärts laufen lässt, ja, man nennt das Ganze im Fachjargon Backmasking. Wenn man das rückwärts laufen lässt, hört mal genau hin, welche Botschaft ihr hier hört. Und ich muss euch ehrlich sagen, bevor wir das jetzt hören, wir werden jetzt ein paar solcher Dinge hören. Man muss wirklich sehr gut hinhören, dass man nicht denkt, ja, das ist jetzt irgendwie, das interpretiert man da rein. Wenn man das, ich mache das jetzt ein paar Mal mit euch, jetzt hier gehe ich das durch, mache sozusagen einen Test oder zeige euch das. Wenn man das einmal gehört hat, dann Ohr für kriegt und genau hinhört, dann sieht man, und ich werde euch nachher noch ein paar Prinzipien dazu erklären, wie das entsteht und so weiter und wo das in den Liedern auch vorkommt, dann sieht man auf einmal, dass da wirklich eine Botschaft drin steckt, selbst wenn man den Text rückwärts laufen lässt. Nicht in dem ganzen Lied, sondern meistens bei kleinen Passagen, genauso wie die, die wir jetzt gerade eben gehört haben, dass da nicht nur irgendeine Botschaft drin steckt, sondern eine offene satanische Botschaft. Und es ist natürlich nicht so klar, wie wenn du das Lied vorwärts laufen lässt. Aber es ist noch so deutlich, dass du wirklich hören kannst, dass da wirklich eine buchstäbliche, nicht irgendwas aus der Fantasie entstanden ist, sondern wirklich eine Botschaft drin steckt. Ich möchte mal mit euch jetzt in dieses erste Beispiel reingehen von diesem Lied Stairways to Hell, Stairways to Heaven. Und dieser Passage jetzt im Rückwärtsgang. Nun, ich hoffe, dass ihr das gut hören konntet. Wenn nicht, möchte ich euch einladen, dieses Video nachher nochmal an dieser Stelle zu hören. Aufgrund der Zeit werde ich es jetzt nicht ein zweites Mal ablaufen lassen.
Aber ich denke, dass man sehr gut, vor allen Dingen mit dem gegebenen Text dazu lesen konnte. Ihr hattet, ich zeige euch nochmal gerade kurz, wenn ihr das übersehen habt, den deutschen Text darunter gehabt. Und jetzt könnte man sagen, ja, das ist einfach nur purer Zufall, dass sowas entsteht. Ja? Aber ich werde euch nachher noch viel, viel mehr Beispiele zeigen, wo man sieht, dass dieses Backmasking wirklich passiert. Und das Ganze, möchte ich schon mal voranstellen, ist etwas Übernatürliches. Ja? Es ist nicht, dass so etwas geschieht, dass du ein Lied singst, und wir werden nachher noch sehen, auf eine bestimmte Art und Weise einsingen musst, damit du, wenn du es rückwärts spielst, da so eine Botschaft kommt. Und es sind nicht einfach irgendwelche Botschaften, sondern wir sehen immer wieder, dass es satanische Botschaften sind, die in diesen Liedern vorkommen. Und wir sehen jetzt schon bei Led Zeppelin und anderen Künstlern, werden es nachher noch tiefer sehen, wie stark die mit dem Satanismus verbunden sind. Auch wenn du vielleicht nicht an Gott glaubst, kann ich ja sagen, diese Leute glauben viel mehr an diese Mächte und auch an diese Auseinandersetzung. Nur haben sie nicht den Herrn des Lebens gewählt, sondern den der Bosheit. Und es ist eine bestimmte Technik, muss ich euch sagen, wie man das Ganze macht, dass man die Worte gezielt, aber exakt beim Einsingen setzen muss. Ja? Und das muss wirklich präzise auf den Punkt, das Wort, die Betonung des Wortes an einem bestimmten Punkt muss es gesetzt werden. Das muss so oft wiederholt werden, bis es perfekt drin ist, damit man diesen Effekt hat einer solchen Botschaft. Und ich weiß nicht, wie man es anders erklären soll als so und was da sonst eben an Übernatürlichem geschieht, dass sowas entstehen kann. Ja? Denn das meiste, wenn man sich Stairway to Heaven anhört, bis auf diese Passage, die wir gerade gehört haben, das meiste ist einfach Kauderwelsch oder im Englischen würde man sagen Gibberish. Ja? Ich benutze schon mal diesen Begriff, weil wir ihn nachher noch von anderen Künstlerinnen hören werden. Also dieses Gibberish, dieses Kauderwelsch ist meistens und auf einmal zwischendrin kommt so eine Passage, wo du auf einmal diese Botschaft drin hörst und dann geht es wieder rüber in dem rückwärts gespielten Lied zu diesem Kauderwelsch, ja, wo man einfach nichts versteht. Aber merkt euch das mal, weil wir werden nachher noch mehr zu dieser Technik zurückkommen. Es gab auch eine andere Band in dieser Zeit, das habe ich jetzt nicht in diese Präsentation hineingetan, von den Eagles, von einem Lied Hotel California, das einige von euch kennen werden, was ich auch geliebt habe, dieses Lied. Und in diesem Lied singen sie auch offen darüber, dass Satan eine eigene Religion gegründet hat und dass man Satan anbeten sollte. Könnt ihr euch gerne auch mal im Internet anschauen. Ich möchte aber ein bisschen vorspringen jetzt in unsere heutige Zeit und zwar sehr, sehr aktuell werden. Ich möchte zu einer Künstlerin kommen, wo ich ehrlich sagen muss, die mir, das sage ich jetzt nicht zur Schande zu mir oder über mich, es ist überhaupt nicht schlimm, dass man diese Person nicht kennt, aber ich muss ehrlich sagen, ich kannte diese Person bis vor einiger Zeit nicht. Und zwar spreche ich hier von Billie Eilish. Das ist eine junge Dame, die Musikvideos gemacht hat, die in die Milliarden angeschaut werden. In die Milliarden. Die hat Millionen voll Nachfolger, sei es bei YouTube, sei es bei Instagram und so weiter. Und wir kommen gleich noch ein bisschen zu ihrer Geschichte. Aber in diesem Artikel hier von der, oder dieser Werbung, dieser Mercedes-Benz Arena, wo sie im Juni hier ein Konzert auf ihrer Tour gegeben hat. Da wird dann darüber gesprochen, in dem Artikel unter Support heißt es dann, die amerikanische Sängerin steht zurzeit ganz oben auf den Chartlisten der Welt. Bereits in jungen Jahren begann sie zu singen und schrieb mit 11 Jahren ihre ersten Songs. Ihren ersten großen Erfolg hatte sie 2016 mit dem Song Ocean Eyes, welcher von ihrem Bruder Finneas O'Connell, zu dem kommen wir auch noch, verfasst wurde. Ja. Und dann nach ihrer EP Don't Smile at Me, also Lächle mich nicht an, welche im August 2017 erschien, wurde sie im September desselben Jahres von Apple Music als Up Next Künstler ernannt. Ihr im März 2019 veröffentlichtes Album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Also interessanter Titel übrigens. Wenn wir alle schlafen gelegt werden oder sterben letztendlich, wo werden wir hingehen? Erreichte Platz 1 der Billboard 200 sowie Platz 1 in Großbritannien und so weiter. Also wir sprechen hier von einem neuzeitlichen, wirklich, ich kann es nicht anders sagen, Superstar. Ja? Und die hat unter anderem, man könnte jetzt viel über sie sagen, ich will mich nicht zu lange mit ihr aufhalten, aber die hat unter anderem zum Beispiel auch Lieder geschrieben, wo es die nachher sich in dieser Serie es geschafft haben, Tote Mädchen lügen nicht. In dieser Serie geht es einfach um ein junges Mädchen, wo die Geschichte ihres Selbstmords wiedergegeben wird. Und das ist an sich, möchte ich schon sagen, satanisch,
sich damit überhaupt zu beschäftigen. Und ich zeige euch das aus einem bestimmten Grund. Da komme ich gleich wieder drauf zurück, wenn man sich nämlich mit dieser Person, dieser Musik beschäftigt und was da noch hinsteckt. Ich meine, es ist offensichtlich nach vorne, ja, ist es schon so satanisch, was diese junge Frau macht. Aber ich möchte euch nur mal gerade in einem Video von ihr, kurz habe ich Screenshots gemacht, Bildschirmaufnahmen. Dieses Lied heißt All the Good Girls Go to Hell. Also all die guten Mädchen gehen in die Hölle. Und nachdem man in diesem Musikvideo am Anfang sieht, wie sie dort niederkniet und dann ihr Flügel wachsen, es sieht schon sehr brutal aus in dem Video, und dann wird sie auf einmal aus dem Himmel geschmissen, ja, als Engel, fällt sie vom Himmel herab. Erinnert euch noch an den Text, den wir eben gelesen haben über Luzifer, wie er vom Himmel gefallen ist, in Offenbarung 12. Und dann taucht sie dort, das ist ein sehr dunkles Bild, ich hoffe, man erkennt es ein bisschen, sie ist dort in so einer schwarzen Masse, knallt sie dann nieder auf Planet Erde. Und sie ganz schwarz, die Flügel ganz schwarz. Und das erste Statement ihres Songs ist, My Lucifer is lonely. Also mein Lucifer, Lichtträger, ja, der zum Satan wurde, ist einsam. Und das Ganze ist einfach purer Satanismus. Aber wir sind immer noch bei Backmasking. Ja? Deshalb spreche ich jetzt über diese Person. Und hier haben wir ein Lied von ihr. Dieses Lied heißt When the Party is Over. Also wenn die Party vorbei ist. Und sie beginnt dieses Lied mit Don't you know I'm not good for you? Weißt du nicht, dass ich nicht gut für dich bin? Und das hat sie, wie gesagt, auf diesem Debütalbum When we all fall asleep, where do we go? Also wenn wir alle schlafen gelegt werden oder sterben, wo werden wir hingehen? Und das ist übrigens mal gerade so nebenbei eine Frage, die wir uns übrigens alle wirklich stellen sollten. Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Es ist nicht, wie Jon Bon Jovi einfach singt, nur dieses Leben, meine Lieben. Es ist ein Betrug. Nun, in diesem Lied, ja, When the Party is Over, dort finden wir in diesem Lied ein ganz deutliches Backmasking drin. Das Lied an sich, wie gesagt, wenn man den Originaltext liest, ist schon einfach total teuflisch. Ich habe dieses Lied jetzt, was ich euch zeige, diesen kurzen Ausschnitt, bewusst zeige ich euch nur den unteren Rahmen des Bildes, weil dieses Bild an sich schon so verstörend ist, wie diese junge Frau dort sitzt und was sie dann mit diesem Glas, mit dieser schwarzen Flüssigkeit dann dort macht. Ich werde euch erst den englischen Teil werdet ihr hören und gleichzeitig direkt anschließend folgt dann das ganze Lied oder diese Passage rückwärts ablaufend mit dem englischen und auch deutschen Text. Also hören wir mal da hinein in dieses Lied, in diese Passage. Once we both said our goodbyes, let's just let go. Let me let you go. Like it, I say I like it like that, like it like that. Okay. Ihr müsst es vielleicht ein paar Mal hören, muss ich sagen, dass man es wirklich richtig raushört. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt beim ersten Mal richtig gehört habe. Vor allen Dingen für diejenigen natürlich, die jetzt kein Englisch verstehen, ist es etwas schwierig, das Ganze herauszuhören. Aber ich kann euch sagen, ich habe mir das mehrmals angehört und man hört es sehr, sehr klar heraus, was sie hier eben sagt. Und ich möchte euch jetzt anschließend einen kurzen Clip jetzt zeigen, den jemand gemacht hat, wo er auch über diese Person spricht, nicht wie ich das jetzt im Kontext der Bibel mache, aber einfach über diese Person berichtet und über ihren Bruder, der eben ihr Songwriter ist, der diese Lieder für sie schreibt. Und warum ich euch das zeige, ist, dass ich möchte, dass ihr mal auf ein Muster achtet, was dort erklärt wird, wie sie die Lieder letztendlich einsingt. Schauen wir mal in diesen Clip hinein. Übrigens schrieb auch für ihr Album nach wie vor ihr Bruder all ihre Songs. Billy verdankt ihren enormen musikalischen Erfolg also auch ganz maßgeblich dem Talent ihres Bruders. Dieser war schon jahrelang Songwriter und hat aufgrund seines musikalischen Talents 2011 schon in der Musical-Serie Glee eine Rolle bekommen.
Außerdem gelten Billy und ihr Bruder als äußerst perfektionistisch. Billy nimmt einzelne Zeilen und Wörter ihrer Songs laut eigenen Angaben teilweise bis zu 90 Mal auf, bis sie den perfekten Klang erzielt hat. Nun, darf ich euch mal fragen, was haltet ihr davon? Ist das einfach nur künstlerische Perfektion, die stattfindet, wenn jemand 90 Mal ein Lied einsingt? Oder ist das eine satanische Technik? Ich kann euch sagen, als wir früher im Studio waren, ich war nicht der Sänger unserer Band, aber ein bisschen Studioerfahrung durfte ich sammeln, war ein paar Mal im Studio und habe auch andere beobachtet. Und ja, ich verstehe, dass man versucht, das Beste zu tun. Aber es ist interessant, und wir werden das nachher noch deutlicher sehen, ich glaube nicht, dass es hier nur einfach um künstlerische Perfektion geht. Wenn wir gerade das Lied von ihr eben gehört haben, dass man Stellen teilweise 90 Mal so exakt einsingt, so auf den Punkt die Worte setzt, dass dabei eine Botschaft letztendlich rauskommen kann. Ob Billie Eilish das weiß oder nicht, das sei mal dahingestellt, das weiß Gott alleine, vielleicht. Aber es zeigt mir etwas. Und ich werde euch nachher noch andere Beispiele bringen. Übrigens, ihre Eltern oder die Eltern dieser beiden Geschwister hier sind übrigens auch Hollywood-Schauspieler gewesen. Und wenn man die ganzen Lieder so ein bisschen liest von ihr, ich habe mich jetzt ein bisschen mit ihr beschäftigt, es ist einfach nur voll von Depressionen, diese Lieder. Sie singt darüber, dass sie einfach eigentlich sich von niemandem angenommen fühlt, dass sie einfach letztendlich gar nicht mehr leben möchte. Ja? Und ich muss euch ehrlich sagen, und wir sollten beten für sie natürlich und auch ihren Bruder, aber mich würde es nicht wundern, muss ich euch ehrlich sagen, wenn man in einiger Zeit schon bald eine Nachricht kriegen würde in den nächsten Jahren, wo man von ihr hört, dass Billie Eilish sich das Leben genommen hat. Muss ich euch ehrlich sagen. Und das Ganze, was geschieht, wenn junge Leute nicht nur dieses Backmasking, was da drin steckt, mitbekommen, sondern dass eine ganze Generation hier heranwächst, dieser Millennials, die einfach ohne jeglichen Sinn nur noch lebt. Ja? Das ist wirklich Satanismus auf höchster Ebene, was hier stattfindet. Und die tun mir leid. Ich sage das nicht anklagen. Diese Generation tut mir so leid, weil sie null Bezug mehr zu Gott haben. Weil sie einfach nur noch wie sinnlos dahin vegetieren teilweise und keine Zukunft mehr haben. Aber der Punkt ist, dass es hier nicht nur einfach um Backmasking geht, sondern allein, wie gesagt, die Beschäftigung mit dieser Musik führt dich schon wirklich buchstäblich zum Selbstmord, sich in diese Depression Dinge hineinzugeben. Und sie sagt in einem Interview, habe ich gelesen, wo sie sagt, dass sie als junge Frau, als junges Mädchen schon so viele schlimme Dinge gesehen hat, die man in ihrem Alter nicht sehen sollte. Und ich will da jetzt nicht rumspekulieren, aber ich weiß von Leuten, die bei Satanisten, buchstäblichen Satanisten, aufgewachsen sind. Und diese junge Frau ist jetzt 21, Billie Eilish, war damals 14, als es dann so richtig mit ihr losging, mit ihrer Karriere. Und ich frage mich, wie soll eine solch junge Frau zu solchen Erfahrungen kommen, zu so einer Lebenseinstellung kommen, wenn da nicht so Dinge stattgefunden haben, Wie vielleicht, das ist jetzt Spekulation, sage ich ganz ehrlich, aber wie vielleicht, man kann es sich gut vorstellen, wie Mind Control, MK Ultra, alle diese Dinge, wenn man das nicht selbst irgendwie erlebt hat, solche Dinge, dass man auf so eine Einstellung kommt und dann so berühmt wird. Man kommt nicht, das sage ich euch jetzt schon mal, ich erzähle euch nachher noch ein persönliches Beispiel, man kommt nicht ohne die Hilfe Satans, da bin ich 100% von überzeugt, kommt man nicht dorthin, wo eine Billie Eilish ist oder die anderen Leute, von denen wir heute schon gehört haben. Ohne Satans Hilfe kommt man nicht zu diesem Erfolg. Nicht zu diesem Erfolg, meine Lieben. Ich möchte euch die nächste Künstlerin zeigen, die seit Jahren Leute schockt, aber Leute begeistert, in Massen von ihr sind. Ich spreche von Lady Gaga. Und übrigens, wenn ich jetzt Billie Eilish sehe, muss ich euch sagen, Billie Eilish ist für mich eine Person, die jetzt das, was Lady Gaga begonnen hat, letztendlich noch extremer fortführt. Weil Lady Gaga sich so, tut mir leid, ich muss jetzt mal sagen, so satanisch und bescheuert verhält und auch über Judas singt und all diese ganzen Texte.
und die schon so verrückt aufgetreten ist. Ja, ich weiß noch, zu meiner Zeit war es damals Marilyn Manson, der heute auch noch sein Unwesen treibt, aber der mittlerweile schon langweilig für die Leute geworden ist. Dann kam Lady Gaga, die war dann noch verrückter. Jetzt hast du Leute wie Billie Eilish, die einfach alles egal ist, ja? Die komplett egal ist, was Leute über sie denken, die einfach ihr Ding macht, ja? Do what thou wilt. Und wir werden jetzt ein Lied von Lady Gaga hören. Kurze Passage. Ich habe wieder nur ein kurzes Fenster gezeigt, weil ich gar nicht möchte, dass ihr die Bilder so seht. Aber den Text mal kurz hört. Weil Lady Gaga jetzt eine Person war, die eben nicht jetzt speziell für dieses Lied, aber die auch mit Max Martin zusammengearbeitet hat. Und wir hören uns jetzt mal dieses Lied an. Lass mich nochmal anfangen. Beginnen wir. Baby, there's no other superstar, you know that I'll be paparazzi, du bist. Nun, das ist ein sehr bekanntes Lied von ihr. Jetzt haben wir es erstmal vorwärts gehört im Originalen. Und jetzt hören wir das ganze Lied uns jetzt mal rückwärts an im Backmasking. Ich meine, ich muss euch sagen, man muss diese Lieder noch nicht mal rückwärts hören, um schon alleine von dem Erscheinungsbild von Lady Gaga, wenn man mal die Texte ein bisschen liest, weiß, dass das Ganze eine satanische Agenda hat. Und dass diese Leute wirklich an den geistlichen Kampf auch glauben, sich nur, wie gesagt, für den falschen Herrn entschieden haben. Eine weitere Künstlerin, die ich euch jetzt zeigen möchte, ist Ariana Grande. Und die hat ein Lied geschrieben. Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. Sie hat ein Lied schreiben lassen von Max Martin und dieses Lied heißt God is a Woman, also Gott ist eine Frau, was ich schon den Titel an sich sehr blasphemisch finde. Aber dieses Lied, wenn man es komplett durchlaufen lässt, hat eine Besonderheit, dass es nicht nur eine kurze Stelle hat, wo Backmasking geschieht, sondern wo fast das ganze Lied, also nicht nur einzelne Sätze oder Abschnitte, sondern fast das ganze Lied hindurch hat im Rückwärts ablaufen, eine Botschaft drin. Und das möchte ich jetzt mal, wenn ich das ganze Lied höre, ich will euch nicht damit quälen, aber ich will mal gerade die entscheidenden Punkte am Anfang mit euch hören und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Das reicht erstmal. Das Ganze wiederholt sich dann. Ich habe nochmal kurz Bildschirmausschnitte gemacht. Sie singt Kill them all, Lucifer. Töte sie alle, Lucifer. You're the one. Du bist derjenige. Und dann sagt sie, Lucifer, kill the boy. Lucifer, töte den Jungen. Jetzt muss man sich doch die Frage stellen, ja, welchen Jungen meint sie denn? Das ist interessant, dass in der Bibel, in Offenbarung Kapitel 12, wir lesen gleich einen Abschnitt daraus, dort die Geschichte gegeben wird der frühapostolischen Gemeinde. Wie sie neutestamentliche Gemeinde entstanden ist, wird dort beschrieben als eine Frau, die auf dem Mond steht, mit der Sonne bekleidet ist, eine Krone hat mit 12 Sternen und diese Frau letztendlich dann ein Kind gebärt. Und ein Symbol letztendlich auf der einen Seite für die Gemeinde, aber auch für Jesus Christus, der die neutestamentliche Gemeinde letztendlich natürlich gegründet hat. Und wie der Drache dann, der Teufel, gegen dieses Kind kämpft. Wir lesen mal gerade kurz den Text. Da heißt es, und es erschien ein großes Zeichen im Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, und siehe, ein großer roter Drache,
ist übrigens ein Symbol auf der einen Seite für Satan, aber auch hier speziell letztendlich für die Römer, weil Jesus damals natürlich von den Römern verfolgt wurde. Bereits bei seiner Geburt hat man versucht, ihn zu töten. Also der Satan hat durch Menschen gewirkt. Deshalb hier roter Drache und nicht alleine nur Drache, wie er sonst beschrieben wird. Der hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Häuptern 7 Kronen. Und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Bevor wir weiterlesen, das ist ein sehr interessanter Aspekt, weil der Schwanz im Buch Jesaja beschrieben wird als ein Symbol für einen Lügenpropheten. Und er hat jetzt den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweggeworfen, auf die Erde. Und die Sterne, so wird es auch in Offenbarung Kapitel 1 beschrieben, ist ein Symbol für Engel. Das heißt, der Satan hat durch seine Lügen ein Drittel der Engel in seine Rebellion geführt, die Lügen, die er über Gott erzählt hat, und die sind mit ihm auf die Erde geworfen worden, so wie wir es auch in Offenbarung 12, Vers 9 gelesen haben. Und der Drache trat vor die Frau, also vor die Gemeinde Gottes, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Und wen geht es jetzt hier? Um Jesus Christus, der bereits bei seiner Geburt versucht wurde, als junges Baby noch, dass der römische Staat ihn töten wollte und sie dann nach Ägypten geflohen sind. Und dann später haben sie natürlich, die Römer haben ihn gekreuzigt in der Zusammenarbeit damals mit seiner eigenen Gemeinde, mit den Abgefallenen oder denen, die abgefallen waren unter den Juden. Ja? Also dieser Hinweis hier in diesem Lied, in diesem Backmasking, Lucifer, kill the boy, ja, ist ein klarer Hinweis darauf, ist eine satanische Botschaft, die wir hier schon lange sehen, wie Satan versucht, nicht nur buchstäblich damals das Baby Jesus zu töten und Jesus dann ans Kreuz gebracht hat, sondern dass er natürlich immer noch versucht, Christus jetzt heute in Form seiner Nachfolger zu töten. Und es ist interessant, dass Jesus einen anderen Ausspruch hat in Johannes 8 über den Teufel. Da sagt er zu den Pharisäern, die die fehlgeleitet waren, ihr, sagt er zu ihnen, habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Der Teufel, ist ein Mörder von Anfang an. Das ist seine ganze Intention. Als Satan im Himmel gegen Gott gegangen ist, die Intention war letztendlich, wenn er es hätte können, hätte er Gott am liebsten getötet. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, ja, der falsche Prophet mit dem Schwanz, so redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Und hier sehen wir diese Botschaft in dem ganzen Song von Ariana Grande, was geschrieben wurde von Max Martin. Ja. Jetzt möchte ich euch einen anderen Künstler zeigen. Britney Spears. Wir haben eben schon gesehen, wie viele Lieder Max Martin für Britney Spears geschrieben hat. Und wir werden uns jetzt ein Lied anhören, das dieses Lied heißt Hit Me Baby One More Time. Ja? Also letztendlich, der Titel an sich ist schon satanisch. Die Frage ist, was meint er jetzt genau damit, als Max Martin das geschrieben hat, ja, für dieses junge Mädchen damals. Aber letztendlich, man könnte es auch frei übersetzen, mach es mir noch einmal, Baby. Ja? Nur jetzt kann man sich denken, was damit gemeint ist. Aber wenn man das Lied rückwärts spielt, ist es interessant, dass auch dort eine klare Botschaft drin ist. Und es kommt, ich glaube, 3 bis 4 Mal sehen wir das jetzt. Ich habe das jetzt zusammengeschnitten in einem Backmasking, kommt diese Stelle vor. Und als Tipp, ihr werdet das jetzt erst einmal hören, ohne Text werdet ihr das jetzt hören. Und achtet mal darauf, jedes Mal, wenn sie ausholt zu diesem Ah, ja, und dann ansetzt wieder zum Singen, dann hört ihr dort eine klare Botschaft. Und ich hoffe, wenn ihr ganz genau hinhört, dass ihr selber hören könnt, ohne dass ich euch jetzt den Text zeige. Hören wir rein. Nun darf ich euch fragen, hat es einer von euch rausgehört? Natürlich für diejenigen, die jetzt kein Englisch können, schwierig. Aber die unter euch, die Englisch verstehen,
Habt ihr rausgehört? Es kam dreimal vor. Nach diesem Aha, ja. Und wenn ihr es nicht gehört habt und nicht verstanden habt, dann möchte ich euch jetzt mal den Text dazu zeigen. In einem anderen Video. Schlaf mit mir, ich bin nicht zu jung, singt sie. Schlaf mit mir, ich bin nicht zu jung. Habt ihr das jetzt raushören können? Ich finde, dass es sehr, sehr deutlich ist. Ja? Hört das Lied nochmal jetzt. Mit diesem Wissen, dass sie singt, Sleep with me, I'm not too young. Hört nochmal rein. Man kann es jetzt, glaube ich, wenn man es jetzt nicht vorher gehört hat, aber jetzt weiß, hört man es, ohne dass man jetzt da was reininterpretieren muss. Sondern man hört es jetzt ganz deutlich, dass sie es tatsächlich im Backmasking singt. Hört noch mal hin. Hat das gehört? Ich hoffe, man konnte es jetzt klar heraushören. Dieses Lied geschrieben von Max Martin. Und es ist interessant, dass in dem Lied singt sie an einer Stelle auch im Backwards, da sagt sie, when we scream, sweet love is such a sin. Also wenn wir schreien, ja, oder man könnte vielleicht in dem Kontext schon fast sagen, wenn wir stöhnen, süße Liebe ist solch eine Sünde. Geschrieben von Max Martin. Und wisst ihr, wir haben so weit bis hier an den Punkt jetzt, haben wir gesehen, wie wichtig das war, dass die Worte, da haben wir schon ein paar Zeugnisse gehört, hören wir jetzt noch welche, dass die Worte exakt gesungen werden, dass da sehr viel Wert drauf gelegt wird, auf die Betonung und so weiter, genau gesetzt werden muss. Und ich möchte euch jetzt ein Beispiel zeigen, und zwar von den Backstreet Boys, die ja auch, das erzählen sie jetzt hier gleich auch nochmal, unter der Führung von Max Martin waren, die überhaupt erst durch ihn auch berühmt geworden sind. Und wir sehen hier jetzt einen Clip von den Polar Music Prize. Das ist ein schwedischer Musikpreis, der mit 1 Million Kronen übrigens versehen ist. Und hier erzählen die Backstreet Boys so ein bisschen auf eine lustige Art und Weise, wie sie mit Max Martin im Studio zusammengearbeitet haben. Und hört euch mal diesen kurzen Ausschnitt an. Max, you truly are the heart and soul of the Backstreet Boys. Tonight we heard a song called As Long As You Love Me. It has one of Max's favorites. And it's because of this guy. Wrote the song, produced it. He's like, hey, go sing this. Go sing this. Go sing this. Ow. Okay. And so we did. But I ask you tonight, what is the song? A song is, they're words that become lyrics that if you put them in the right time and space and place with an infectious melody, they become a song. Nun, ich möchte fairerweise sagen, ja, es gibt Leute natürlich, die würden dich auch als Produzenten darauf hin triggern, dass du wirklich gut singst, exakt singst. Aber das, was jetzt so ein bisschen hier spaßig rüberkommt, und ich möchte auch Max Martin hier nichts unterstellen, dass er das vielleicht irgendwie bewusst macht, keine Ahnung, vielleicht macht er es bewusst. Was er aber auf jeden Fall bewusst macht, ist, die Leute so zu, ich möchte es schon fast sagen, zu triezen, auf den Punkt, dass sie es so exakt wirklich singen, auf den Punkt, wie er das haben möchte, in der Betonung des Tones, der Stimme, wie es in das Lied dort reinpasst. Und da gibt es so viele Beispiele für, ja, die wir jetzt schon gesehen haben. Gerade eben Ariana Grant, oder Adriana Grant, Ariana Grant, wie auch immer, die
wo man das ganze Lied backwards, ja, rückwärts hört, dass da eine Botschaft drin ist. Und nicht nur noch einzelne Teile. Und meine Lieben, für mich persönlich, es bleibt dir überlassen, das ist für mich kein Zufall. Das ist für mich wirklich übernatürlich, dass sowas entstehen kann. Dass nicht nur einzelne Passagen, mal eine Phrase oder so hier und dort mal so ein bisschen so, ja, könnte sein vielleicht, ja, wenn man es rein interpretieren möchte. Sondern dass ganze saubere Sätze und ganze Botschaften in diesen Liedern drinstecken. Und es gibt zum Beispiel Taylor Swift, die wir auch schon von ihr gelesen haben, sehr berühmte Künstlerin, Nummer 1 Zitate durch Max Martin, die aber selber auch eine Songwriterin ist. Es gibt da Erfahrungen drüber, wo sie auch drüber erzählt, dass sie letztendlich abgebrochen hat, das Arbeiten mit Max Martin, weil es ihr nicht mehr, also sie drückt das ein bisschen anders aus und man kann es zwischen den Zeilen hören, weil ihr letztendlich nicht mehr erlaubt wurde, selber ihre Lieder zu schreiben. Und dann ist das auseinandergegangen. Das heißt, man sieht hier, dass das exakt denen auch vorgegeben wird, was sie wirklich zu singen haben und wie sie, nicht nur was sie zu singen haben, sondern wie sie das Ganze wirklich exakt tun müssen. Ich möchte euch jetzt ein anderes Zeugnis zeigen von Katy Perry. Die ist ein anderer seiner wirklich gemachten Superstars. Ich muss euch ehrlich sagen, als ich recherchiert habe dafür, ich kannte Katy Perry schon vor 2010, bevor ich mich zu Jesus bekehrt habe und habe das dann natürlich nicht mehr verfolgt, weil es mich nicht mehr interessiert hat, diese ganzen Sachen, aber ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert, wie lange diese Frau jetzt auch schon im Business ist, ja, und wie erfolgreich diese Frau war. Ich habe mir immer gedacht, ja gut, die schreibt ein paar Songs, die ist bekannt natürlich und so weiter, aber dass sie so erfolgreich geworden ist, das muss ich ehrlich sagen, hat mich selber sehr überrascht. Und wir hören mal jetzt ein Zeugnis, wie sie ihre Arbeit beschreibt bezüglich dieses Einsingens mit Max Martin im Studio. Oh, well, he is extremely detailed when it comes to vocals. And he's a great singer himself, you know, so he'll go in there sometimes and he'll be singing gibberish with no lyrics, and we'll go in like try and hash out the lyrics, but his melodies are so incredible and so sophisticated but simple, but he is very very specific when it comes to vocals and a bit of a taskmaster, you know. I'll have to do it sometimes more than I think we have it, and he'll just get me into a place where I'm singing from the heart. I'm not in my head about it. And yeah, he's very specific. He knows exactly what he wants. Sehen wir hier, wie wirklich sehr, sehr Katy Perry das betont, wie sehr spezifisch Max Martin ist, dass hier Dinge wirklich auf den Punkt gesetzt werden müssen beim Einsingen. Ja, Billie Eilish 90 Mal wiederholt. Bitte, 90 Mal. Ja. Und dass er fast, wie sie sagte, so wie ein Zuchtmeister schon fast ihn vorkommt. Ich habe das auch eben gesehen, als der Sänger dort von den Backstreet Boys das quasi so zwar lustig erzählt hat, aber im Sinne von, you know, go sing this, go sing this, go sing this. Okay, also schon ein bisschen so wie genervt, ja. Ja, ist ja gut, ich singe es jetzt exakt so, wie du mir das gesagt hast. Und wie auch immer, man kann jetzt darüber, wie gesagt, spekulieren, ob das bewusst gemacht wird oder nicht. Aber Fakt ist, dass diese Botschaften in diesen Liedern drinstecken. Und daher, meine Lieben, man kann das hier sehr gut an diesem Album-Cover von NSYNC, die ja auch gemachte Künstler sozusagen oder Entertainer, möchte ich vielmehr sagen, sind, von Max Martin, eine Produktion. Dieses Bild drückt das sehr gut aus, wie das einfach nur Marionetten sind. Ja, ja, es ist zwar no strings attached, ja, keine Seile letztendlich, ja, angebunden, aber das Bild gibt das wieder, was wirklich Sache ist. Und wenn man sich die Texte anhört, ja, ich habe es schon erwähnt, auf der einen Seite singt er über Jungs lieben, auf der anderen Seite singt er über Mädchen lieben. Aber wenn man diese Texte liest, man weiß manchmal gar nicht, ob er vielleicht auch darüber singt, dass sie einfach Gott anbeten oder ihren Gott, wen auch immer sie da haben, ja, anbeten. Und diese Person hat so einen Einfluss auf so eine breite Masse. Ja? Und die Frage ist, hat Martin, Max Martin, macht er das bewusst? Hat er wirklich auch den Wunsch, einfach nur jetzt irgendwie Musik zu machen, oder hat er wirklich den Wunsch, auch Einfluss zu nehmen auf die Gesellschaft?
Wir werden jetzt erstmal lesen und nachher auch aus seinem eigenen Mund das Ganze hören. Und zwar sagt er hier, ich gehe nochmal gerade kurz zurück zu dem Bild, ich weiß gerade gar nicht, ob ihr das eben gesehen habt, wie ich es eingeblendet habe, tut mir leid, aber gehen wir jetzt auf diese Folie. Und er hat unter anderem zum Ausdruck gebracht, dass er glaubt, dass der Schlüssel zu einem druckvolleren Pop-Sound darin liegt, ihm ein größeres spirituelles Verständnis zu verpacken. Das ist interessant. Es gibt, muss ich ehrlich sagen, ich habe persönlich nicht wirklich Hintergründe gefunden, also wirkliche Informationen über sein Glaubensleben, ja? Also von Max Martin. Aber er brachte das zum Ausdruck, dass er ein größeres, um wirklich einen Hit zu landen, muss es in ein größeres spirituelles Verständnis verpackt werden. Und dann ist er auch der Meinung, dass mehr spirituelle Bedeutung letztendlich auch der Gesellschaft helfen würde. Nun, wir haben schon gesehen, einige Beispiele, wie voll seine Texte sind, dass die komplett konträr sind zum Charakter Gottes. Wenn wir uns nochmal an das erste Gebot erinnern, in 2. Mose 20, wo es heißt, ich bin der Herr, dein Gott, den ich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und Gott weiß das. Gott weiß, dass wir den Wunsch, dass wir geboren sind, nicht nur mit dem Wunsch nach Ewigkeit, sondern wir sind geboren mit diesem Wunsch anzubeten. Mir haben damals Leute gesagt, als ich meine Band verlassen habe, haben sie gesagt, ja, du gehst jetzt in die Kirche, du betest da an und so weiter. Da habe ich gesagt, Leute, auch ihr betet an. Wenn ihr ins Fußballstadion geht, wenn ihr eure Musikkünstler hört, eure Filmkünstler euch anschaut, das ist eine Form der Anbetung. Nicht alleine nur in die Kirche irgendwo reingehen, ja, einmal die Woche, sondern was steht an erster Stelle für mich? Ist es Gott, der an erster Stelle steht? Alles andere, auch wenn ich mich jetzt nicht bewusst vielleicht beim Fußballstadion hinknie, ja, aber wenn ihr das seht, ich habe da auch übrigens eine Serie drüber gemacht, eine vierteilige, über Wettbewerbssport, sehr interessant, wenn ihr euch das mal anschauen wollt, findet ihr bei mir in den Playlisten auf dem Kanal. Auf jeden Fall, wenn ihr seht, das ist das gleiche Verhalten, es ist Anbetung. Ich weiß noch, wie ich damals, als ich auf Rock am Ring gefahren bin, mich wirklich auf den Boden buchstäblich, und das war schon offensichtlich Anbetung, mich niedergekniet habe und den Boden geküsst habe, wenn ich dort oben ankam, weil das wie mein Mekka war. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal die Band Metallica gesehen habe und der Sänger James Hetfield damals 2 Meter vor mir stand, wo ich 12 Stunden gewartet habe, dass ich ihn sehen darf, von 2 Meter Entfernung. Und er auf einmal vor mir stand, nach 12 Stunden dort stehen, ohne trinken, ohne auf Toilette gehen, 80.000 Menschen hinter dir drücken dich fast kaputt. Und du auf einmal dieser Mensch auf die Bühne kommt, die Musik fängt an, dieses religiöse Gefühl und diese Musik und diese Person steht einmal vor dir. Und du dich so identifizierst mit dieser Person, weil du dich so lange mit ihm beschäftigt hast und auf einmal denkst, wieso? Ich weiß noch, dass ich damals dachte, als ob Gott auf die Bühne kommt. Und natürlich war mir bewusst, dass James Hetfield nicht Gott ist. Aber dieses Gefühl, muss ich euch ehrlich sagen, hatte ich damals. Das heißt nicht, dass es jetzt jedem so genauso geht. Aber wenn du ehrlich bist, siehst du die Prinzipien, die dort getan werden, sei es im Sport, sei es in der Musik und so weiter, das ist Anbetung. Ja? Die ganzen Idole, Götzen und so weiter. Und der Teufel weiß das auch, dass wir dieses Verlangen haben. Genauso wie Gott das hier weiß, dass wir dieses Verlangen haben, anzubeten. Der Teufel weiß das und versucht das für seine Wege zu nutzen, weil er nämlich angebetet werden möchte. Er möchte dort sein, wo Gott ist. Er ist der Mörder von Anfang an. Er hätte ihn vom Thron gestoßen, wenn er es hätte tun können. Aber wurde auf diese Erde aus dem Himmel geschmissen. Und jetzt findet der Kampf heute hier zwischen dir und mir oder für dich und mich statt, zwischen Jesus und Christus. Dann hat er auch gesagt, er ist bekannt dafür, dass er Rock'n'Roll-Riffs mittlerweile aufgreift und sie dann zum Einsatz bringt mit weicheren Instrumenten, wie zum Beispiel ein Synthesizer, der im Pop mehr gebraucht wird. Und das ist auch interessant, weil wenn du heute jetzt irgendwie durch den Supermarkt gehst, ja, ist interessant, dass er erstmal diese Methodik jetzt benutzt. Er kommt ja dort vom Heavy Funk Metal, benutzt jetzt diese Riffs mehr, wo wir auch gesehen haben, eben bei Led Zeppelin, The Eagles und so weiter, ja, und packte jetzt quasi mit Synthesizern in die Pop-Richtung rein und du kannst heute durch den Supermarkt gehen, du kannst Lieder hören, wie von Katy Perry, die er geschrieben hat, wie I Kissed a Girl, ja, und wir hören heute diese Lieder im Hintergrund und keiner denkt sich mehr irgendwie, oder die Leute summen mit I Kissed a Girl und keiner fragt sich mehr irgendwie so, Moment mal, das ist eine Frau und die singt, ich habe ein Mädchen geküsst. Und für keinen ist das mehr irgendwie abnormal. Ja? Weil es ist halt einfach nur, es ist ein Lied, es ist halt Musik, das macht gerade Spaß, gibt mir gerade gute Stimmung und dann gehe ich einkaufen und merke gar nicht, wie ich unterbewusst wirklich beeinflusst werde. Und dass das so erfolgreich geschieht, zeigt einfach,
dass es funktioniert und dass wirklich Erfolg da ist. Ist ja, Max Martin ist so eine bekannte Person, der lebt ja in Schweden, hat auch eine Wohnung, habe ich gesehen, oder eine Wohnung, wahrscheinlich ein Riesenhaus, keine Ahnung, in Los Angeles, glaube ich, ist es. Auf jeden Fall, aber hauptsächlich sitzt er in Schweden dort immer noch. Und die Leute, seit Jahren fliegen die zu dem, ja. Die Backstreet Boys haben sie dort gesagt, das habt ihr eben jetzt nicht gehört, ich habe mir das Ganze angehört, dass sie damals das erste Mal aus den USA rauskamen, als sie nach Schweden sind. Und die fliegen dorthin und die stehen dann vor ihm und fragen ihn, okay, was möchtest du, dass ich singe? Und er sagt, er singe es so, exakt so, ja. Bis sie teilweise genervt sind oder ihn als Zuchtmeister sogar sehen. Aber dieser Mann ist wirklich, wie es eingangs im Video, wo wir mit eingeleitet haben, er ist wirklich der Mann hinter dem Vorhang, der jetzt in den letzten Jahren so langsam immer mehr bekannter wird. Und ich glaube wirklich, wie ich eingangs sage, dass Gott hier ein Puzzlestück wieder zeigt im großen Kampf. Nun, lassen wir uns mal von seinen eigenen Worten jetzt hören, wie er das zum Ausdruck bringt, wie er auch durch seine Lieder die Gesellschaft gerne formen möchte. Sometimes a song becomes more than just a song. Kan man påverka på något sätt? Alltså populärkulturen, jag kanske stöta till den lite grann, alltså när den så att säga blir mer än en låt. Är alltid, det är liksom min, det är den största grejen. Wenn man die Populärkultur, sagt er, in irgendeiner Weise beeinflussen kann, sie gestalten kann, wenn etwas größer wird als einfach nur ein Lied, ja, zu schreiben, sondern Einfluss auf die Gesellschaft nimmt, dann ist das das Größte für mich. Also mir ist das sehr, sehr bewusst. Ja? Und manche sagen immer noch, ja, es ist einfach nur Musik. Das, was machst du so ein Theater da draus? Ja? Aber diese Leute wissen, ja, dass sie Gesellschaften, dass sie Verstände formen und gestalten. Und die Ironie an der ganzen Sache ist einfach, dass es Leute gibt, die diese Musik hören und sagen, nee, das hat keinen Einfluss auf mich, das formt mich nicht. Ja? Selbst gläubige Menschen. Und ein Christ sollte das niemals sagen, ja? Dass es keinen Effekt auf einen hat. Und es gibt so viele Aussagen von anderen Künstlern, die ich euch noch zeigen könnte. Ja, Produzenten, Filmemachern, die immer wieder alle das Gleiche sagen, dass es Einfluss nimmt. Und ich möchte euch jetzt, so Max Martin auch nicht so offen ist darüber, wie jetzt die nächste Person, die wir uns anschauen werden. Aber die Prinzipien und die Frucht dessen sehen wir aber auch sehr stark. Und jetzt hören wir uns mal eine Person an, die sehr, sehr offen damit ist. Und zwar spreche ich von Carlos Santana, ein Gitarrist, der auch schon seit Jahrzehnten erfolgreich ist. Und schaut mal, welche offenen Aussagen Carlos Santana macht. Und bevor wir in das Video einsteigen, möchte ich noch sagen, dass, hier sehen wir ihn in einem Interview, wo er über Spiritualität spricht, besonders jetzt über Engel, die sich, hier heißt es in dem Video, dass Engel nur ein Weg sind, um letztendlich die unsichtbaren Führungskräfte wahrzunehmen. Und er spricht hier von diesen gefallenen Engeln. Er macht das nachher noch sehr, sehr deutlich. Ja? Und er macht kein Theater daraus oder kein Geheimnis, sagen wir mal, über den Erfolg das Geheimnis seines Erfolgs, muss ich sagen. Also er spricht sehr offen auch darüber, wie er Engeln begegnet. Und hört mal jetzt aus seinem eigenen Mund, was er zu sagen hat. Carlos Santana's album Supernatural received an unprecedented and record-breaking 9 Grammys. But are you aware that Carlos Santana is a mere tool of the spirit world that he admits assigned and designed the project fittingly called Supernatural? Music is the vehicle for the magic of healing, and the music of Supernatural was assigned and designed to bring unity and harmony. Santana actually admitted that he is being used by a spirit that identified itself as Metatron. Metatron has been associated with the eye in the triangle in occult history. In occultist Aleister Crowley's teaching, the eye in the triangle represents Satan himself. Santana stated, quote, "I know it sounds new age, but in my meditation, this entity, which is called Metatron," he said, "we want to hook you back to the radio airwave frequency. We want to reach junior high schools, and universities. Once you reach them, because we are going to connect you with the best artists of the day, then we want you to present them with a new menu. Let them know that they themselves are multidimensional spirits with enormous possibilities and opportunities. We want you to present them with a new form of existence that transcends religion, politics, or the modus operandi of education today. This country was founded with the Bible in one hand and guns in the other."
Carlos Santana said that these spirits, which as we shall see in a little bit, were actually devils, had supernaturally brought different musicians to him and worked in the musical arena to bring them all together for this Landside album appropriately called Supernatural. Santana said, I heard this entity wanted me to know I would be hooked up with the right writers, musicians, and producers for the purpose of reaching high school and college kids. So my inner instructions were clear. He said that Eric Clapton wanted to know if he could play on the album. He said all the people who played on the record said that they had heard my music before I called them, or that I appeared to them in dreams or something. Santana said they knew what was coming before they got the call. Santana admits that he is channeling music from the same spirit entities that use Jimi Hendrix, who himself claimed to be demon-possessed. He said, quote, there is an invisible radio that Jimi Hendrix and Coltrane tuned into, and when you go there, you start channeling other music. Santana told Rolling Stone magazine, quote, you meditate and you got the candles, you got the incense, and you've been chanting, and all of a sudden you hear this voice, write this down. Santana described receiving information from the spirit world like a human fax machine. He sat me down and he told me that he had done his meditations and that he had spoken with his wife and that he had spoken with the angels and they had come to him and they had told him that this is what he needs to do. Santana's angels are really devils who are using Santana to communicate Satan's age-old lie that we are gods. Like, yeah, okay. Yeah, I want to get tapped into what he's doing. Yeah. You don't ever forget the sound that you hear first inside. Then it goes through your fingers, through the guitar, to the amplifier, to the speakers, to the monitors, up into the PA. It hits the people, 550,000 people. Santana even reveals the true identity of some of the spirits who are using him. He says, quote, the energy of the devils and the angels is the same energy. It's how you use it. It's fuel. The halo and the horns are the same thing. Geniuses don't have time to think about how it's going to be received. They don't have time to think whether people like it or not. Is it morally right? Will God like it? Santana said, I'm seeking to validate angels and devils with the same reverence. He said, it's okay for your nipples to be hard and for you to be foaming at the mouth and you're really aroused. He said, I'm not afraid anymore of those perimeters. I read where you said that when you start playing, you undergo a transformation of sorts. What happens? When playing on stage, Santana goes through what appears to be a demonic transformation. He says, quote, I'm not Carlos anymore. He says, quote, when I see it on TV, it's like another guy playing. Santana sounds a lot like John McLaughlin, who Santana cut an album with, who stated, quote, when I let the spirit play me, it's an intense delight. My role as a musician is to make everyone aware of his own divinity. Santana declared that when he and Eric Clapton got together to perform for the album Supernatural, they were, quote, calling out the spirits. Rob Thomas, who sang for Carlos on one of the songs of the album, said that Carlos sat him down and told him about the power of their music. He said that Carlos told him that, quote, the record was put together just so, through sound, it could change people's molecular structure. And he sat me down and explained to me that as a musician is what we do. There's something about music that makes your hair stand up. Behold, it rearranges your molecular structure. Nun, was denkt ihr, wenn ihr das hört? Kann es noch klarer gemacht werden, das, was andere andeuten, wie Beyoncé mit Sasha Fierce oder Max Martin in sehr sanften Tönen wiedergibt? Darüber spricht Carlos Santana hier sehr, sehr, sehr offen. Da steckt so viel drin, alleine in diesem kurzen Clip, wo man einen ganzen Vortrag nur draus machen könnte. Aber wir haben gesehen, dass er, ja, auch, er spricht hier ganz offen davon, dass er meditiert, auch selbst mit Eric Clapton und so weiter, haben sich dort in einen separaten Raum ins Haus gegeben, dann haben sie Kerzen aufgestellt, den Weihrauch geholt, haben angefangen nach den Engeln zu fragen, irgendwann kam dann die Stimme und haben ihn einfach nur gesagt, schreib das rauf. Und dann haben sie es so empfangen, quasi wie so eine menschliche Faxmaschine, hat er gesagt. Und er gibt einfach nur das wieder, was sie ihm sagen, was er tun soll, und das macht ihn erfolgreich. Dafür kriegt er dann 9 Grammys. Und die Leute bewundern ihn und denken, was für ein Mensch. Und wissen gar nicht, dass sie, wie es selber hier sagt, dass das Ganze einfach kommt von gefallenen Engeln. Es sind nicht irgendwelche Engel, die Gott treu waren, sondern es sind gefallene Engel. Er sagt das sehr, sehr deutlich, indem er im letzten Abschnitt dieses Videos das so zum Ausdruck bringt, dass es letztendlich egal ist, ja, von welcher Kraft du dann nimmst und so weiter. Es ist alles das Gleiche. Hauptsache, es hat seinen Einfluss. Und wo soll es hingehen? An die Universitäten, zu den Kindern und die Gesellschaft formen und dich in den Ruin stürzen. Wenn du es immer noch nicht glaubst, dass das wahr ist, dass hier wirklich ein großer Kampf stattfindet, wie kann man das noch leugnen? Diese Leute sprechen so offen darüber.
Und die Frage ist auch, warum werden andere nicht erfolgreich? Ja? Warum schaffen andere das nicht, so erfolgreich zu werden wie diese Leute? Natürlich gibt es Unterschiede zwischen Talenten und Gaben. Ich weiß ja selbst bei uns in der Band damals, ich war nicht der talentierteste von uns, ja, fünf. Habe sehr viel arbeiten müssen an Musik. Da gab es andere in meiner Band, die waren viel talentierter als ich. Aber trotzdem, manche sind natürlich talentierter als andere, aber ist es alleine nur Talent? Haben wir eben bei Beyoncé nicht gehört, ja, sie kann auch letztendlich gut singen, aber das Wirkliche so auf den Punkt bringen, das schafft sie auch nicht, sodass es ihr diesen Erfolg bringt. Ich möchte euch ermutigen, dieser Frage mal auf den Grund zu gehen, indem ihr euch auch, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt, auf meinem Kanal das Lebenszeugnis von Christopher Hudson einmal anhört. Dieser Glaubensbruder gibt dort sein Zeugnis und er wird euch erzählen, wie er in der Musik- und Filmindustrie drinsteckte, voll drinsteckte, und er für bekannte Künstler teilweise innerhalb von wenigen Stunden Drehbücher, ganze Drehbücher geschrieben haben, wie zum Beispiel für den ersten Film von Madonna, und diese Filme und auch Musikstücke, die er geschrieben hat, Erfolge wurden. Und wie er dort das Ganze, so sagt, erzählt er in der Geschichte, wirklich vom Teufel besessen war. Er wusste das sogar, ihm war das bewusst und hat das genossen und ihm war klar, dass das ihm letztendlich die Möglichkeit dazu gibt. Und da gibt es viele Stars, die das Ganze so bekennen. Und Gott sei Dank, Gott hat ihn herausgeholt. Andere Leute stecken heute noch drin, wie zum Beispiel Katy Perry. About, you know, what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Also, mit der christlichen Musik hat es nicht geschafft. Deshalb hat sie ihre Seele an den Teufel verkauft. So sagt sie es hier. Und es gibt viele Stars, die das auch offen zum Ausdruck bringen. Bob Dylan und andere Leute. Und diese Leute werden gerühmt und wie Sterne hochgehalten. Ja? Wie die gefallenen Engel. So bekommen sie hier ihre Sterne auf dem Hollywood Walk of Fame. Hier sehen wir jetzt gerade die Backstreet Boys in 2013 mit Max Martin. Und es waren auch andere Künstler, die dort ihre Sterne bekommen haben, die in Zusammenarbeit waren mit Max Martin, wie zum Beispiel Celine Dion. Christina Aguilera hat dort einen Stern, Britney Spears, alle letztendlich von Max Martin. Durch seine Hilfe sind sie groß geworden. Meine Lieben, die Bibel sagt uns in 2. Korinther 11, Vers 14, und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Wir sollen uns gar nicht wundern, wenn Menschen auch selbst freundlich auftreten oder sonst irgendwas, ja, und es doch so positiv erscheint. Wir sollen uns nicht wundern, denn der Satan benutzt letztendlich die Attitüde, dass er ein Engel des Lichts ist, dass er das Positive möchte, um uns zu verführen. 1. Johannes 4, Vers 1 sagt, ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind hinausgegangen in die Welt. Und jetzt denkt man vielleicht dort, wenn man diesen Text liest an, ja, falsche Propheten, jemand, der sich als Christus jetzt ausgibt, das erkennt man doch leicht. Was ist ein Prophet? Lass mich mal die Frage stellen. Prophet ist doch jemand, der eine Botschaft gibt. Ja? Und hier haben wir falsche Propheten, die falsche Botschafter sind. Und was sind ihre Botschaften? Sind ihre Botschaften irgendwie, dass man besser leben soll, dass man, ja, gute Beziehungen führt, so wie Gott das möchte? Oder ist die Botschaft, hit me baby one more time, ja? Mach es mir nochmal, Baby. Was ist die Botschaft, die hier weitergegeben wird von diesen Messengers, von diesen falschen Propheten? Lass es mich ganz offen dir sagen. Wenn man diesen Leuten zuhört, diese Musik konsumiert, du lädst buchstäblich, lädst du Dämonen ein, die anfangen, um dich herum zu sein, die dich dahin führen können, dass du selbst so abdrehst wie eine Billie Eilish, die nachher so depressiv wird und die ich... Ich bin kein Prophet, aber ich vermute, wenn Gott sie nicht rettet, und wir sollten für sie beten, für alle diese Leute beten, dann werden wir irgendwann bald die Nachricht hören, dass sie sich selbst das Leben genommen hat. Ich bin fast sehr stark davon überzeugt. Weil man diese Dämonen einlädt und man kurze Freude hat mit diesen Sachen, das habe ich auch auf der Bühne früher gehabt, aber sobald das weg ist, der Glamour und all dieser ganze Kram, merkst du wieder, wie elendig und jämmerlich man eigentlich ist, ja? Und dann muss er schnell wieder abgelenkt werden mit dem ganzen Müll. Satans Prinzip.
Du lädst Dämonen ein, wenn du diese Sachen hörst. Das ist nicht nur in der Rockmusik oder Heavy-Metal-Szene, wo ich drin war, wo es so offensichtlich ist. Wir sehen hier, wie das hier genauso in dieser angeblichen soften Variante im Popgeschäft geschieht. Die Dämonen tanzen um dich herum und machen ihren Schabernack mit dir. Ja? Das sollte niemals ein Christ sagen, dass Musik irgendwie nicht beeinflusst, dass es einfach nur eine Show ist oder so weiter. Ja? Dass das Ganze funktioniert, können wir auch daran sehen. Wisst ihr, wenn wir als Christen, wenn du Christ bist, dann weißt du, so hoffe ich, dass du schon mal eine Gebetserfahrung gemacht hast mit Gott. Dass du ehrlich sagen kannst, das sage ich auch immer Atheisten, ich weiß, ich kann Gott nicht beweisen in dem Sinne, ja, dass er, ich habe kein Foto von ihm oder so. Aber es gibt viele Gründe, warum ich an Gott glaube. Einer davon ist, weil ich sehe, wie er auch Gebet zum Beispiel beantwortet oder wie er meinen Charakter verändert zum Positiven hin. Das funktioniert. Warum sollte es dann letztendlich nicht auch so funktionieren, dass wenn man Dämonen einlädt, dass sie eben genau das Gleiche tun? Wir haben es eben gehört aus den Mündern dieser Leute. Wenn wir in die Geschichte gehen, in der Bibel, im Alten Testament, in Samuel, 1. Samuel Kapitel 16 und auch Kapitel 19, wo dort von Saul berichtet wird, wie er so depressiv war und wo er so einen Hass auf David hatte und ihn töten wollte. Und David aber beginnt, dort geistliche, gute Musik zu machen, so wie Gott sie möchte. Dann haben wir gesehen, wie diese Depressionen weggingen, auch in Form von, dass die bösen Engel, das heißt es, the spirits, ja, dass diese weggegangen sind von Saul und er wieder frei wurde. Wisst ihr, jeder Nicht-Christ sollte mittlerweile sehen, dass da ein geistlicher Kampf abläuft um dein Leben. Und wir haben es jetzt hier von Carlos Santana gehört und die Frage ist, wie macht Max Martin das? Ja? Wie wird er selber beeinflusst? Wie entstehen diese Lieder? Lass mal ein bisschen von ihm selber hören, was er so berichtet über ein Lied, was er geschrieben hat. Can you tell us about making this song? But I was going to bed and I was actually falling asleep. And this melody of the chorus sort of started, you know, coming and just, you lay there. But I was really tired. And I was lying there trying to motivate myself to get out of bed and record this thing because I had a feeling it was good. And I recorded it because I'm tired, you know. And then I say, like, hit me, baby, one more time. And I was like, and then I hear myself say, yeah, it's pretty good. This record, Baby One More Time by the great Britney Spears, was actually number one in every single country on the planet it was released, which is quite incredible. Yeah. Wow. I didn't know that. Könnt ihr euch das vorstellen, wie jemand dort liegt und müde ist und dann auf einmal so singt, irgendwie so rausstammelt, Baby, mach es mir noch einmal. Wie gesagt, die Texte an sich, ich hatte es schon mehrmals gesagt, sind schon satanisch an sich. Aber es ist nicht nur so, dass, wie wir gesehen haben, dass dieses Lied Nummer 1 jetzt war in allen Ländern, ja, ist unglaublich, sondern dass er die Texte, sagt er, empfängt, dass er die Melodien dazu empfängt und dass er da letztendlich dann dahin geht und den Künstlern sagt eben, wie sie die Sachen exakt zu singen haben, auszudrücken haben, zu setzen haben. Ja? Er sagt letztendlich, dass so musst du den Ton treffen, ja, mit diesen Lyriken und so weiter. Das ist genau so, möchte ich, dass du singst. Und dann haben wir eben das Resultat gesehen, was geschieht. Dieses Backmasking letztendlich geschieht, was eben nur funktioniert, wenn du es eben exakt so machst. Und die Frage ist, warum ist er so spezifisch damit? Ja? Wir haben es eben gesehen bei Billie Eilish, 90 Mal wiederholt. Und diese Musiker, die werden exakt trainiert, diese Dinge zu machen. Letztendlich hast du dort einen Meister, wie Justin Timberlake ihn auch genannt hat. Natürlich wird das alles im Spaß verpackt, ja. Aber trotzdem, sie knien ja fast vor ihm nieder. Da hast du da diesen Meister und dieser Meister schafft letztendlich oder macht Jünger. Das Prinzip, was wir von Jesus auch sehen. Der Teufel nimmt alles, kopiert alles. Und die Frage ist, bist du einer seiner Jünger? Oder möchtest du heute damit brechen? Kannst du es jetzt noch während dem Vortrag tun? Ja? Satan könnte man sagen, einfach rumgehen und könnte versuchen, jeden Einzelnen zu beeinflussen. Was er sicherlich auch macht.
Aber was er auch machen kann, wie wir es hier in diesem Fall sehen, dass er eine Person nimmt und beeinflusst diese eine Person so stark, ob Martin das jetzt weiß oder nicht, sei dahingestellt. Ja, vielleicht ist er offener vielleicht ist er ein versteckter Satanist, vielleicht gar nicht. Der Punkt ist aber, dass wir die Frucht sehen und dass er eine Person hier nimmt und das ermöglicht, dass so ein breiter Bereich der Welt hier beeinflusst wird. Ja? Ich möchte jetzt noch ein bisschen mit euch in Symbole hineingehen. Und bei Symbolen ist es so, möchte ich eingangs sagen, dass man da auch nicht zu viel reininterpretieren darf manchmal, wenn man jetzt zum Beispiel gewisse Handzeichen macht. Das kann durch Zufall entstehen. Wenn ich mir jetzt aber zum Beispiel bewusst ein Tattoo stechen lasse oder bewusst was trage, ja, dann ist das etwas, was ich eben bewusst gewählt habe und dass das Zeichen etwas mitgeben soll. Weil es ist interessant, dass Max Martin auch dafür gesorgt hat, dass in den Liedern, in den Texten schon zum Ausdruck kommt, aber auch in den Videos nachher, dass er Symboliken mitgibt. Und erinnert euch daran, vielleicht an den Gedanken, dass jede Bewegung hat irgendwie eine Symbolik und jede Bewegung hat auch ein Lied, womit es verbunden ist. Gehen wir mal hier hinein. Das Erste, was ich euch zeigen möchte, ist, dass man bei diesen ganzen Künstlern, sei es jetzt hier Lady Gaga oder auch Pink und andere, immer wieder dieses Symbol mit dem Pferd sieht und auch jetzt hier auf dem Shirt von Katy Perry oder auch auf dem Pferd dieses Zeichen des Angst. Und man sieht es auch bei Firmen wie zum Beispiel Chiron. Das ist interessant, weil Chiron auch übrigens der Name war des ersten Plattenlabels von Max Martin. Das ist jetzt hier aber, glaube ich, eine Ölfirma. Aber man sieht immer wieder dieses, auch auf diesem Bild, diesen Centaur heißt er, glaube ich. Und dieses Ankh-Zeichen auch manchmal mit verbunden. Und wenn man sich das anschaut, das kommt einfach aus der griechischen Mythologie, hat auch mit Dämonen und so weiter zu tun. Diese Figuren, die natürlich auch immer wieder in Filmen auftauchen, wie hochokkulten Filmen wie Harry Potter, Narnia, ja, C.S. Lewis übrigens, haben wir auch eben gehört von Jimmy Page. Wäre jetzt auch ein Thema wieder für sich. Und dann eben dieses Ankh-Zeichen, was wie hier auch beschrieben wird, ich habe es einfach mal aus Wikipedia rauskopiert, ein Symbol ist der Lebensschleife, ja, wo Mann und Frau letztendlich irgendwo zusammentreffen, die Geschlechtsteile, und wo Leben entsteht, wo Gott quasi dem Menschen Leben gibt und der Mensch selber zum Lebensgeber wird. Und dieses Ankh-Zeichen, was heute in der Gesellschaft auch überall verbreitet ist, in der Esoterik sehr stark benutzt wird. Hier heißt es auch unten dort, dass der Gitarrist Winnie Vincent zu seiner Zeit bei Kiss, noch eine sehr okkulte, satanische Band, bei den Konzerten zum Beispiel dieses Ankh als Maske trug. Und das Ganze kommt letztendlich, wo es jetzt auch benutzt wird, seinen Ursprung hat es in Ägypten. Und Ägypten ist halt eben in der Bibel ein Symbol für den Atheismus, für diese Rebellion, diesen Mut, jetzt nicht positiv gemeint, aber diese Rebellion, gegen Gott zu gehen und gegen sein Wort, gegen seine Autorität. Das heißt, diese ganzen ägyptischen Götter sind letztendlich ein Symbol für Satan. Und jetzt kann man ja die Frage mal stellen, was hat das Ganze denn in der Musik überhaupt zu suchen? Warum wird Musik einfach mit diesen Dingen immer wieder verbunden? Ja, es muss einen Grund haben, dass das damit rein verpackt wird. Der Grund ist natürlich, dass andere Götter hier angebetet werden. Ja? Falsche Götter, Satan angebetet wird. So wie die Bibel das beschreibt, sein Ziel, was er hat. Hier sehen wir diesen Artikel, What is an Ankh meaning and 10 powerful reasons to wear it? Also was bedeutet dieses Ankh-Zeichen und 10 kräftige Gründe oder gute Gründe, warum man das tragen soll, möchte uns dieser Bericht hier klar machen. Da sprechen sie in dem Bericht über, dass es hier um den Gott des Krieges geht und Kraft schenkt und so weiter. Und viele Stars, ja, hier Beyoncé wieder, Rihanna rechts und andere Leute, die ich teilweise gar nicht kenne. Ihr kennt sie vielleicht. Die diese Sachen tragen. Und ich möchte euch jetzt mal einen Ausschnitt zeigen aus einem alten Musikclip von der Band Ace of Base. Das ist eine schwedische Band, die auch zu Erfolg kam durch Max Martin, der auch dieses Lied geschrieben hat. Und schaut mal auf den Text und schaut auch mal auf die Symbolik in diesem Lied.
Dann geht das Ganze jetzt noch weiter ohne Ton. Aber ich denke, es ist sehr klar, und wir sehen das jetzt gleich nochmal deutlicher, wie diese ganzen Zeichen halt hier eben immer wieder auftauchen und dass sie von diesem Zeichen ins Licht geführt werden. Und wir haben jetzt ein bisschen verstanden, worum es bei diesem Ankh-Zeichen wirklich geht. Und das taucht nicht nur bei Ace of Base auf, wie wir eben gesehen haben, dieses Lied eben von Max Martin geschrieben. Und es hat einen Grund, ja, warum das da ist. Man sieht sie jetzt nochmal bei Katy Perry, auch diese ganze, aus diesem Lied hier, wo sie dieses Video gemacht hat, mit diesem ganzen ägyptischen Hintergrund. Und es ist interessant, dass es noch eine andere Person gibt, nämlich Herbie Krishlow, der ein auch bekannter Songwriter ist, nicht ganz so bekannt wie Max Martin, die aber auch schon öfter zusammengearbeitet haben, ist auch ein schwedischer Songwriter. Und schaut mal, was er dort auf seinem Arm tätowiert hat. Auch wieder dieses Ankh-Zeichen. Ja. Ich möchte euch jetzt noch ein anderes Beispiel geben, und zwar von einem Text her und der Symbolik, um einfach zu zeigen, wie verstörerisch eigentlich diese Frucht von Max Martins Arbeit ist. Ich möchte mit euch mal diesen Text teilweise lesen von Katy Perry, von diesem Lied E.T., was im Jahr, ich glaube 2011 war es, rauskam, auch Nummer 1 Hit übrigens war, haben wir schon gesehen. Das heißt es, der Text lautet, wir lesen es rechts im Deutschen, du bist so hypnotisierend. Könntest du der Teufel sein? Könntest du ein Engel sein? Deine Berührung magnetisierend. Fühlt sich an, als würde ich schweben. Lässt meinen Körper glühen. Sie sagen, hab Angst. Also hier wird wie eine Warnung gegeben, ja. Du bist nicht wie die anderen, futuristischer Liebhaber. Andere DNA. Sie verstehen dich nicht. Erinnert ihr euch noch an Jimmy Page, der gesagt hat, dass er Aleister Crowley letztendlich nicht verstanden wurde? Letztendlich Satan. Du kommst aus einer ganz anderen Welt. Ja, Satan ist vom Himmel gefallen auf die Erde. Einer anderen Dimension. Du öffnest mir die Augen. Haben wir eben gesehen, das Zeichen Ankh führt zum Licht. Und ich bin bereit zu gehen. Führe mich ins Licht. Küss mich. Küss mich, küss mich. Infiziere mich mit deiner Liebe. Fülle mich mit deinem Gift. Nimm mich, nimm mich. Ich will dein Opfer sein. Bereit für die Entführung. Junge, du bist ein Alien. Deine Berührung, so fremd. Sie ist übernatürlich, extra ist hysterisch. Du bist so überirdisch. Willst du deine Kräfte spüren? Betäube mich mit deinem Laser. Dein Kuss ist kosmisch. Jede Bewegung ist magisch. Meine Lieben, wenn ihr diesen Text lest und ihr die Bibel kennt, oder ihr, die die Bibel vielleicht jetzt nicht kennt, aber wenn ihr die Bibel kennen würdet, würdet ihr sehen, dass es einfach hier straight, geradeaus über den Teufel spricht. Und wenn ihr die Bibel kennt, dann werdet ihr sehen und das miteinander vergleicht. Wenn ihr diesen Standard habt, das vergleichen könnt, und das ist sehr wichtig, ja, oder wenn ihr es nicht könnt, sagt es mal so, dann werdet ihr vielleicht denken, ja, es ist jetzt irgendwie ein cooler Song, hört sich gut an, ja, oder was ist schon dabei. Aber das Ganze hier führt wirklich komplett direkt in die Teufelsanbetung. Es ist wie der Satan im Garten Eden, als er die Schlange benutzt hat als Medium, um dort zu Adam und Eva zu sprechen und sie zu verführen. Und ich frage mich, was denkt ja, Max Martin jetzt? Was denkt er, wenn er so Lieder schreibt und er da rumstummelt und das einfach so kommt, so out of the blue, ja, in seine Gedanken, wie Hit Me Baby One More Time oder wie halt hier diesen Text, den wir jetzt gerade gelesen haben. Ich weiß, ja, in der Bibel, in Matthäus 16, ab Vers 22, wo es dort eine Begebenheit gibt, die uns das sehr gut aufzeigen kann und erklären kann, wie selbst jemand, der Gott folgen wollte, aber auch vom Satan gebraucht wurde, nämlich Petrus, der dort gegen den Willen Jesu, gegen den Willen Gottes sprach und sagte, Herr, tu das nicht, ja, sollte nach Jerusalem gehen, gekreuzigt werden. Und Petrus sagte, nein, tu das nicht, aber es war Gottes Wille, dass er jetzt letztendlich dahin geführt werden kann, um für uns das Opfer zu bringen, damit wir wieder ewig leben können. Und Satan wirkte dort durch Petrus. Ja? Das ist das, was wir hier auch sehen, was hier geschieht. Denn die Bibel sagt uns auch ganz deutlich, dass wir ein Leib des Tempel Gottes, des Heiligen Geistes sein sollten. Dass wir ein Gefäß, heißt es in 2. Timotheus, zu ehrenvollem Gebrauch sein sollen. Das heißt, wir entscheiden, mit was wir uns füllen lassen. Ja? Ob es der Heilige Geist ist oder ob die Dämonen uns füllen. Hier ein weiterer Text von den Backstreet Boys, den auch Martin geschrieben hat. Und dort singen sie in diesem Text, ich lese jetzt nicht alles vor, aber der Text, wenn ihr den noch lest und mal anhaltet, seht ihr auch, das gleiche Prinzip steckt wieder hin. Und am Ende wird diese Frage dann gestellt, ich lese mal ab dem 4. Satz, es fehlt etwas in meinem Herzen, ich kann nirgendwo hinlaufen, ich kann nirgendwo hingehen,
übergebe mein Herz, meinen Körper und meine Seele. Und letztendlich heißt es mitten im Text, jeder deiner Wünsche wird erfüllt werden. Ja? Es ist interessant, es gibt ein Prinzip, also das, was Satan hier letztendlich verspricht, ja, oder die gefallenen Engel, alle deine Wünsche werden jetzt erfüllt werden. Auf der anderen Seite sagt die Bibel uns in 1. Johannes, in Kapitel 5, ab Vers 14 und 15, dass Gott uns auch geben möchte, wenn wir ihn bitten. Aber nach seinem Willen, wenn wir in seinem Namen fragen, also nach seinem Charakter fragen, wenn es wirklich nach seinem Willen geschieht. Wenn ihr diesen Songtext hier nochmal lest, ja, dann ist das komplett in Disharmonie mit Gottes Willen. Ja? Einfach jeden Wunsch zu bekommen, was in unserem fleischlichen Willen ist, in unserer gefallenen Natur, was uns gar nicht gut tut. Wenn wir nicht geleitet sind durch den Geist Gottes, können wir es nicht unterscheiden. Ja? Es geht nicht darum, einfach nur alles das bekommen, selbst das zu bekommen, was uns irgendwo zerstört. Und das ist auch das, was Satan gemacht hat in der Wüste, als er zu Jesus kam in Matthäus Kapitel 4 und er ihm erschien als Engel des Lichts und er ihm das Wort Gottes benutzte, um ihn zu täuschen und er ihm sagt an einer Stelle, knie einfach nur vor mir nieder und dann wirst du all dies, was ich dir hier zeige, wirst du bekommen. Knie einfach nur vor mir nieder und ich werde dir alles das geben. Nun, meine Lieben, die Bibel sagt uns, und da möchte ich jetzt mit gleich zum Schluss kommen. Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Nicht, wie wir es hier gelesen haben, übergebe mein Herz, mein Körper, meine Seele an den Teufel, sondern an den Herrn. Da lädt uns Jesus Christus ein. Denn er sagt, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ihr wisst schon, von wem er hier redet. Ich bin aber gekommen, damit sie das Leben haben, ewiges Leben haben. Nicht nur dieses hier und das zu voller Genüge. Gott möchte uns mehr geben, als wir bitten und fragen können, sagt Paulus im Epheserbrief. Ja? Und Satan ist hier dieser Dieb. Er möchte dein ewiges Leben rauben, indem er dich täuscht und dich an diese Dinge bindet, die hier besprochen werden. In 5. Mose 32, Vers 17. Lass uns abschließend diese Bibeltexte gerade mitnehmen und aufmerksam sein. Dort heißt es, sie haben Teufeln geopfert, die keine Gottheiten sind, Göttern, die sie nicht kannten, Neuen, die vor kurzem erst aufgekommen sind, die eure Väter nicht geehrt haben. Und Paulus schreibt, nein, sondern was man da opfert, das opfert man den Dämonen und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr mit den Dämonen Gemeinschaft habt. Aber ich habe es eben auch schon gesagt, wenn du weiterhin diesen Dingen zuhörst und das zulässt in deinem Leben, dann hast du bereits die Entscheidung getroffen, dass Dämonen Gemeinschaft mit dir haben. Und glaub mir, die spielen mit dir. Du hast die nicht unter Kontrolle, wie vielleicht ein Carlos Santana denkt, sondern die rauben dir das ewige Leben, dieses kostbare Geschenk, was Jesus Christus für uns am Kreuz wiedergewonnen hat. Wir müssen die Geister testen, sagt die Bibel uns, durch eben das Wort Gottes. Wir müssen das Wort Gottes sehr, sehr gut aufnehmen. Auch den Heiligen Geist jeden Tag erbitten neu, dass Gott uns in alle Wahrheit führt, damit wir diese Dinge wirklich klar unterscheiden können. Ich konnte es vor Jahren nicht unterscheiden. Ich war auch auf diesem Weg gewesen. Ja? Hab den Dämonen geopfert und mit den Dämonen Gemeinschaft gehabt. Und ich danke Gott jeden Morgen, wenn ich aufwache, dass ich dankbar bin, wie er mich frei gemacht hat. Denn es gibt ein wichtiges Prinzip, wo alleine die Bibel uns hilft, das zu unterscheiden. In Jesaja 8, Vers 20 heißt es, zum Gesetz Gottes und auch zum Zeugnis. Was bedeutet zu all dem, was Gott in der Bibel geschrieben hat, durch die Propheten? Wenn sie nicht nach diesem Wort reden, also wenn es irgendwo abweicht, selbst wenn Satan Dinge benutzt, die biblisch klingen, aber dann Lüge da rein, ja, vermischt, wenn sie nicht nach diesem Wort reden, wenn er abwendet vom Gesetz Gottes, ja, tue, was du willst und von dem, was geschrieben steht, so liegt es daran, dass kein Licht, keine Wahrheit in ihnen ist. So sehr auch Ace of Base singt durch Max Martin, dass das Zeichen gegeben wurde, diesem Zeichen zu folgen, es führt zum Licht. Es führt nicht zum Licht, sondern es führt nur zu dem Licht des gefallenen Engel Luzifers, zu Satan. Lasst es mich euch ganz klar sagen und mit diesem letzten Vers beenden. Lass uns ermutigt sein, Brüdern und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein,
was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Ich vertraue auf Gott, dass er dich heute erleuchtet hat. Und nicht der falsche Lichtträger, sondern Jesus Christus, dass er dich durch diese Präsentation erleuchtet hat. Und ich hoffe und bete sehr, dass du die richtige Entscheidung treffen wirst. Ich möchte euch bitten, wenn es zum Segen war, euch diesen Beitrag zu nehmen und diesen Beitrag zu verteilen, dass viele Menschen noch erleuchtet werden über diese Dinge, die hier stattfinden. Ich wünsche dir persönlich auf diesem Weg Gottes reichlichen Segen. Möge Gott dich führen zur richtigen Entscheidung. Jetzt, hier, warte nicht länger. Die Bibel sagt, wenn Gott heute zu dir spricht, lass ihn heute in dein Leben. Ich kann dir versprechen, er wird dein Leben wunderbar führen. Möge Gott dich segnen. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.